Die ich mich verliebe. Schau, Millie, vielleicht kennst du doch den Grafen Eggern. Gib mir das. Aber sie ist ja nur wegen der Husarenuniform. Sei still, Betty, der Fürstschan ist gleich fertig, dann kommen wir dran. Breiterl, Weinderl, stellt's paar Liter her. Die Mahnen wollen in Stimmung sein, sonst küssen's nicht so schnell. Kinder, Schwinder, trinkt's die Gläser leer, denn einmal in der Woche bloß, da trinkt nur ein Kamel. Das wollen wir doch nicht sein, das freut uns gar nicht ein. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, drum sagen wir alle nein. Immer Fidel, Fidel, immer Fidel, sind alle Drama und wir ganz speziell. Immer Fidel, Fidel, voll und roh. Und wie man das macht, das macht man so. Liebe, 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 du mit deiner Liebe. Als ob es auf der Welt nichts anderes geben würde als Liebe. Nichts Schöneres bestimmt. Ich habe meinen Beruf und für mich sind die Männer nichts anderes als ein Teil meines Publikums. Aber der Schönere. Betty, 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 du, ich glaube, ich muss auf dich aufpassen. Milli, 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 ich fürchte, du kommst zu spät. Wir haben die Kritik in die Laut gelegt. Aber Milli, du hast es doch gestern selbst... Red keinen Unsinn! Geh mir doch nicht das miserable Zeugloch in die Laut legen! Aber Milli, ich schwöre dir! So eine Infamie, so eine Niedertracht dieser Tintenkleckser! Hör dir das einmal an! Geh, hab's eh schon so oft gehört. Ich verstehe gar nicht, dass du den Schmarrn immer wieder liest. Weil ich es nicht für möglich halte, dass das eine über mich schreibt. Da die Burgtheaterpremiere Giges und sein Ring abgesagt wurde, benützte ich den Abend, um einmal ein Volkssänger-Etablissement zu besuchen. Wenn also das Gigerl mit seinem Ring gespielt worden wäre, hätten wir gar nicht das Glück gehabt. Nein, hätten wir uns gekränkt, was? Jetzt aber weiter. Da tritt eine Frau auf das Brettl. Man nennt sie die Fiakamilli. Dieser triviale Name lässt schon Arges vermuten. Was heißt denn trivial? Trivial heißt gemein, vulgär, ordinär, verstehst du? Aber ich bin stolz, dass ich die Fiakamilli bin. Egal ist, ob es diesem Dr. Z. gepasst oder nicht? Erst kommt die Wirklichkeit auf, und schreibt die Schreibung auf, und seh ich schnell, ein Herz auf.
dieser reichen Frauenpersönlichkeit nicht entziehen. Hier ist Talent, urwüchsige Kraft und Temperament. Du wirst es ja großartig. Aber auch diese hübsch anzusehende Pflanze wächst im sumpfigen Boden der Zote. Und alles, was sie singt, hat einen üblen Beigeschmack. Ich glaube, der Fürst ist fertig, wir müssen raus. Und so ist die berühmte Volkssängerin leider auch nichts anderes als eine Sumpfdotterblume. Sumpfdotterblume, hast du das gehört? Die Fiakamille? So etwa Quark, diese Federvieh? Dieser Moralin gefressen habe, ich wäre lang, dieser... Ach, bitte, hilf mir, mir wollte nichts mehr Ordinäres sein für diesen extraordinären Kerl. Dieses Miststück, dieses Ekelhafte, dieses Tintenluder, dieses Dreckige. Großartig, dieses Miststück, dieses Ekelhafte, dieses Tintenluder, dieses Dreckige. Dieser Kerl, dieser Ignorant, was glaubt denn der eigentlich? Ach, das ist dieser Chineser, der kaputt ist, versteht ihr so richtig? Musst dich fertig machen, Mili, du kommst dran. Ich komm schon. Was hat denn der Schani? Warum schreit er denn so? Ja, frag ihn selber. Was ist denn los, Schani? Der Chineser ist wieder da. Zum Zweiten Mal sitzt der Bursch ganz vorne hin und bringt meine Galle zum Platzen. Der Mensch wird direkt chronisch. Schau dir mal das blasierte Gesicht von diesem Menschen. Du, der interessiert mich, aber den habe ich das vorige Mal gar nicht bemerkt. Ja? Welcher ist es denn? Der hat einen blauen Anzug? Ja, der doch ganz rechts allein an dem Tisch sitzt? Ja, der Herr, der uns nicht versteht. Du, das ist aber ein hübscher Mensch. Was? Das ist sogar ein sehr hübscher Mensch. Hübsch? Du, Betty, schau mal, ja. Was das für ein hübscher Mensch. Oh, das ist ja mehr als hübsch. Das ist ein männlicher Mann. Und interessant ist der. Oh, ich bin ganz hin von dem. Ich bin ganz was? Hin. Dieses fadime Gesicht, in das längst meine fünf Finger hineingehören. Meiner Schö, ich weiß gar nicht mehr, was mir so abhalten soll. Lass, Schani, den kauf ich mir. Ja, also, Lili, muss der aber jetzt auch melden. Herrschaft, Leute, ich melde nicht viel an, denn jetzt kommt ganz wer Besonderer dran. Nur einen Namen nennen, Willi. Es kommt jetzt die Fiakamille. Der hat nicht einmal die Miene verzogen, wie der Kampf mich angesagt hat. Also komm, Mili, gehen wir's an. Ich hab dir ja gesagt, Mili, bei denen sind wir alle keine Starken. Glaubst du, Schani? Glaubst du wirklich, Schani? Und ich sag dir, der kehrt schon mir. Hoppla, hoppla, jetzt geht's los. Lasst die Züge schießen, wollt ihr was genießen? Ja, dann nehmt das Leben im Galopp. Fort mit allen Bürden, über alle Hürden. Dann geht's euch auf dieser Welt den Knopf. Hopp, 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 hopp. Das Leben ist zum Leben, da hab ich recht, ja, ja. Wir hab recht. Ja, ja. Dazu sind wir doch eben, da hab ich recht, ja, ja. Wir hab recht. Ja, ja. Heute ist heut, 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 und bis morgen ist noch so viel Zeit. Heut ist heut, 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 und bis morgen ist noch Zeit. Lachen, Leben, Lieben, so steht es geschrieben, und so soll es immer, immer sein. Lasst euch doch verführen, braucht euch nicht genieren, darum mitten ins Vergnügen rein. Hinein, 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 hinein. Das Leben ist zum Leben, doch hab ich recht. Ja, ja. Ja. Sie hat ihn, wie ein Kind auf der Leimrute geht, der Herr Chineser. Doch hab ich recht. Sie hat ihn! Gleich, lasst sie nicht mehr lang warten. Danke. Bitte. Ah, oh, Christian, Mili. Guten Abend. Du, Mili, es tut mir schrecklich leid. Ich kann leider heute nicht mit dir zum Ball kommen. So, warum denn? Ja, ich bin plötzlich zu einer Inspektion abkommandiert worden. Ich bin erst ab 2 Uhr früh wieder frei. Ach, das aber schaut. Du, Mili, aber könnten wir nicht vielleicht zusammen nachher in ein Kaffeehaus gehen? Ja, ja, das können wir schon, natürlich. Ja, dann treffen wir uns um 2 Uhr im Euro. Mhm. Ja, und bist mir nicht böse. Nein, bestimmt nicht. Dienst ist Dienst. Ne? Ja, Christian. Wiedersehen. Christian. Schau, Betty, dort steht unser Chineser. Du, ich glaube, den habe ich halt ganz schön durcheinander gebracht. Du, das ist ein schöner Mensch. Aber leider halt nur ein Zivilist. Ich danke für Ihr Briefchen, es war sehr nett. Wieso haben Sie denn bemerkt, dass es von mir war? Es war doch ohne Unterschrift. Wir Frauen haben in der Beziehung ein sicheres Gefühl, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Mili, ich bin so weit, wir können fahren. Ja, Honigberger, wenn auch nicht alles wahr ist, was drin steht.
Es ist wahr, was in dem Brief drin steht. So? Ja. Das können wir ja gleich kontrollieren. Also? Ich lade Sie nicht zum Souper ein, das ist abgeschmackt und ich bin kein versierter Frauenjäger. Ich lade Sie wirklich nicht ein, also ist es wahr. Auch das mit dem Frauenjäger? Ja. Ich sage nicht, dass Sie faszinierend sind, das wissen Sie ja selber. Stimmt's? Stimmt, wenn ich sein will, dann bin ich's. Und heute hab ich wollen. Ich warte nicht beim Bühnentürl, dazu bin ich nicht mehr jung genug. Ja, also das ist gelogen. Erst wollte ich wirklich nicht, aber dann... Waren Sie doch noch jung genug, gell? Dann wollte ich Sie doch noch einmal sehen. Ich kann Sie nur ernsthaft fragen, was soll ich machen, gnädige Frau? Mich hat's ein bisschen erwischt. Es ist wirklich sehr, sehr nett, das Beläterl. Aber was soll ich Ihnen darauf antworten? Außerdem muss ich jetzt noch den Valhalla-Ball, dort warten Sie schon alle auf mich. Sie können aber ruhig ein Stückchen mitfahren, wenn Sie wollen. Ja. Das ist die Betty und das ist der Honigberg. Von Herzen gern, ja. Bitte. Danke vielmals. Und müssen Sie unbedingt zu dem Ball? Unbedingt, ich bin ja engagiert. Ich muss dort die Stimmung aufmischen, damit die feine Gesellschaft nicht einschlaft, gell, Honigberger? Was? Ja, natürlich, ja, Sie. Ja, natürlich. Was kostet denn? Bitte? Bist du mit deinen Gedanken ganz woanders? Ja, ich bin bei dem Brief. Weißt du? Bei welchem Brief? Ne, bei dem Brief, den der Herr dir heute geschrieben hat. Na, hörst du, was geht dich mein Brief erlaubt? Pass auf, wenn ich, so, der Inhalt, der eignet sich ganz gut als Text für ein Lied. Pass auf, Moment. Also. Ich lad sie zum Souper nicht ein, ein Don Juan kann jeder sein. Ich wart nicht bei der Tür paar Stunden, dort zieht's und das ist ungesund. Ich brauch nicht sagen, wie schön sie sind, weil das ein jeder Blinde findet. Ich sag nur schlicht und inniglich, was mach ich jetzt? Ich liebe dich. Doch ganz gut. Nicht? Schön. Ja, was mache ich jetzt? Manchmal geht's halt furchtbar geschwind. Ja. Oh Gott, ich danke schön. Schade, dass keinen Frack anhaben, sonst könnten Sie mit hinein. Ja, das ist sehr schade. Aber ich hoffe doch, wir sehen uns bald wieder. Da werden Sie mich heute suchen müssen. Vielleicht bin ich zu finden. Also, auf bald. Ja. Na, Mili, hat's dich schon wieder erwischt, was? Nicht schon wieder, du schlechter Kerl. Du, mir scheint, diesmal hat's mir richtig. Ja? Zum ersten Mal so richtig, richtig kommt. Ja, Mili, Gott sei Dank, dass Sie endlich kommen. Wir haben heute eine Stimmung wie bei einer Generalsleitung. Ja? Kinder, da ist Vati, ist das da. Wir lieber Ladi, ist das da. Kinder, wacht doch auf, schlaft's mir nicht ein. Ihr kehrt's aufgewischt, ist das da. Ihr kehrt's aufgefrischt, ist das da. Ihr werdet wieder da und da und das Gläser. Es lebe das Leben, es lebe der Leichtsinn, es lebe die Liebe. Und jetzt wird's besch, jetzt wird's resch, gleich wird's sehen, gleich wird's gehen. Jetzt wird's süß, geht in Fürs, geht in Fürs, es geht in Fürs. Liebe. Wunderbar. Das ist Musik und Glück.
kein Wiener, nicht? Nee, ich bin aus Berlin. Ach. Aber Sie müssen deswegen nicht gleich schlecht von mir denken. Aber nein, im Gegenteil. Die Berliner sind bestimmt auch sehr nette Menschen. Und Sie sind ein gütiges Mädchen. Wollen wir nicht auch tanzen? Ein Walzer? Oh ja, gern. Immer. Ja, nur ich kann nicht tanzen. Noch geht's ein Walzer, wärst du tanzen können. Das kann doch jeder. Wollen wir's probieren? Probieren wir's. Ja, bitte. Also, lass es auf. Eins, zwei, drei. Nee, du. Ich hab doch gesagt, sie soll nicht rupfen. Schleifen, schleifen. Sarah, Sie sind ein gütiges Mädchen. Ja. Warum hast du mich hier heraufholen lassen? Oh, Christian, Millie. Ja, du hast mir eine Botschaft geschickt, dass ich heute nicht auf dich warten soll. Ja. Ja, aber wir haben doch vorhin ausgemacht, dass wir uns in 2 Uhr im Europa treffen werden. Ja, aber ich habe mir's überlegt. Ja, sag einmal, warum bist du denn so gereizt? Gestern warst du noch... Zwischen gestern und heute liegt ein Tag und eine Nacht. Und was ist denn geschehen an diesem Tag und dieser Nacht? Nichts, fast nichts. Aber jedenfalls genug, dass ich genug habe. Soll das heißen? Ja. Ja, aber Millie, du kannst mir doch... Du kannst mir doch nicht so ohne weiteres den Abschied geben. Warum kann ich das nicht, wenn ich will? Gestern habe ich noch ohne weiteres gesagt, vielleicht. Heute sage ich ohne weiteres nein. Also, servus. Ja, schau, Eckern. Ja. Bist du auch da? Was ist? Kommst du nicht herein zu uns? Nein, ich kann nicht. Ich bin im Dienst. Oh, das verlorene Paradies, was? Tja, das verlorene Paradies. Sehen Sie, so wurde ich also nach Wien verschlagen. Ach, also Sie sind ein verschlagener Dichter. Ach, ist das traurig. Ja, da kann man schon denken, dass es Ihnen nicht gut geht. Wenn ich nun jemanden hätte, der ein gutes Wort für mich einlegen würde, beim Theater, wissen Sie, dann könnte ich vielleicht als Dramaturg unterkommen oder so. Passen Sie auf. Ich werde bei der Millie ein gutes Wort für Sie einlegen. Und die Millie kann ein gutes Wort für Sie bei einem Theater einlegen. Die kennt ja eine ganze Menge Leute. Sie sind ein sehr gütiges Mädchen. Haben Sie einen Hunger? Immer. Na ja, Gott, ein lyrischer Dichter. Gehen wir zum Buffet. Oh, Sie sind ein gütiges Mädchen. Na, Millie? Ich hab Schluss gemacht mit dem Eckern. Schau, Honigberger, ich kann nichts dafür, aber ich hab ihn nicht mehr sehen können. Sag, Honigberger, ist denn das möglich? Ich bin ja so schrecklich verliebt in den Chineser, wie der Fürst sagt, von dem ich nicht einmal weiß, wie er heißt. Sag, ist denn das möglich, Honigberger, so geschwind? Bei dir ja, Millie. Bei dir ist alles möglich. Ja, schrecklich, aber was soll ich denn machen? Ich bin ja so verliebt, ich könnte schreien vor Glück. Ein Lausbub hat mir's Herz gestohlen und gibt's nicht zurück. Ich fühl mich wie im Himmel, weiß nicht, was ich tue. Drum sag ich, nimm schon's ganze Mädel noch dazu. Und ich hab Ruhe. Das muss mir passieren. Ich bin doch sonst nicht dumm. Da dreht mich einer einfach um den Finger rum. Mir passieren, ich weiß schon gar nichts mehr. Ich weiß nur eins, dass ich schon heute ihm gehör. Ich bin könnte schreien vor
Dass Sie doch noch gekommen sind. Kommen Sie, wir schleichen uns davon. Aber so, dass niemand merkt. Kommen Sie, gehen wir ein bisschen an die frische Luft, ja? Hier sind so viele Leute. Oder noch besser, gehen wir zu mir einen Kaffee trinken. Oh ja, Sie sind wirklich ein gütiges Mädchen. Ja, kommen. Also eigentlich wundere ich mich. Worüber? Ich wundere mich über mich, dass ich Sie gleich eingeladen habe auf Ihr Briefen und besonders darüber, dass ich jetzt mit Ihnen durch die dämmerigen Gassen wandere wie ein, naja, also wie ein verliebtes Ganserl heute. Ist es denn nicht nett, wenn auch die berühmte Fiakamili einmal gar nichts anderes ist als ein verliebtes junges Ganserl? Jedenfalls ist es einmal etwas anderes. Bitte schön, aber mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Darf ich noch ein bisschen verschwiegen sein? Sind Sie ein verkappter Erzherzog oder sowas? Nein, nein, das bestimmt nicht, aber vielleicht riskiere ich eine Ohrfeige, wenn ich sage, wer ich wirklich bin. Eine Ohrfeige? Ich heiße Robert. Genügt das nicht? Vorläufig. Also da ich mich heute über gar nichts mehr wundere, nehme ich dieses Wunder auch noch mit in Kauf. Komm, Bertel, Lohengrin, nie werde ich dich befragen. Es lehnt so unnütz da in der Natur, der unglücklich verliebte Musikant. Ah, Herr Honigberger, sind noch da. Ja, mir ist da etwas eingefallen, eine Melodie. Die schreibe ich nur auf, bin aber gleich fertig. Verstehe, Herr Honigberger. Die Stimmung muss man festhalten. Ja, da haben Sie ganz recht. Und für dieses Lied bin ich in der richtigen Stimmung gerade. Lassen Sie sich nur Zeit. Wir haben noch eine Menge zu tun. Es lehnt so unnütz da in der Natur, der unglücklich verliebte Musikant. Was macht er? Eine traurige Figur. Und was hat er? Um kein Grätzer an Verstand. Glücklich sein kann er nicht. Lustig sein will er nicht. Frohsinn, den kennt er nicht. Was grad ist, wird krumm. Dass eine andere ihn gerne hält, das mag er. Und das sieht er nicht, er verbeißt sich ins eigene Fett und bleibt verlassen und einsam und fürchterlich dumm. Das aber fanatisch, so richtig psychopathisch. Wann's ihm so gefällt? Na ja. Es beißt in einen sauren Apfel gern, der unglücklich Verliebte Tag und Nacht. Was macht er? Ihn mit Bitterkeit verzehren. Und was hat er? Sich ums Lebensglück gebracht. Glücklich sein kann er nicht, lustig sein will er nicht, Frohsinn, den kennt er nicht, was grad ist, wird krumm, dass eine andere ihn gerne hat, das mag und das sieht er nicht,
er verbeißt sich ins eigene Gfrett und bleibt verlassen und einsam und fürchterlich dumm. Das aber fanatisch, recht psychopathisch. Wann's ihm so gefällt? Na ja. Ein paar Würstel möchte ich haben. Entweder Sie wollen nicht, oder es ist wirklich niemand da. Schade. Und ich habe es mir so nett gedacht, draußen bei einem Heurigen den Abend zu beschließen. Aber das ist jetzt schon der 8. Heurige, der uns nicht aufmacht. Naja, 4 Uhr früh ist allerdings auch keine Zeit, wo man mit einem Heurigen anfängt. Nein, da hört man auf. Aber ich mag nicht, dass unsere Wundernacht schon beendet sein soll. Ich mag nicht. Vielleicht ist in der Stadt schon ein Kaffeehaus auf. Kaffeehaus ist nicht gerade das Richtige, was ich mir als Abschluss einer Wundernacht gedacht habe. Außerdem Kaffee können wir ja auch bei mir trinken. Ich komme gern zu dir. Und dann gehen wir doch. Na ja, gehen wir. Na komm doch schon. Du lasst mich ja nicht. In einer Wundernacht geht man ja auch nicht. Sondern? Man tanzt. Eigentlich bin ich dir eine Erklärung schuldig, Bertel. Du wirst sicher gestaunt haben, dass ich dich nach so kurzer Bekanntschaft schon so lieb haben kann. Um Gottes Willen, Millie, red nicht weiter. Ich bin so glücklich. Nein, lass mich nur ausreden. Du musst wissen, wie ich bin und was dir blühen kann. Ich bin die Fiakameli, weißt? Ich bin eine Frau. Und ich bin als Fiakameli und als Frau niemandem Rechenschaft schuldig. Ich tue, was ich will. Aber Millie... Und ich weiß, dass sie hinter mir herzischeln. Da schaut's her. Die Millie hat schon wieder einen neuen Geliebten. Aber das ist nicht wahr. Oh ja, gefallen tut mir bald ein Mann. Das leugne ich nicht, aber Bertel, den richtigen suche ich noch. Millie. Jeder hat mir nur bisher versichert, dass er der Richtige wäre. Aber ich pfeife auf das, was die Leute sagen. Wenn ich verliebt bin, bin ich verliebt und damit basta. Aber Bertel, ich war schon öfters sehr verliebt. Warum redest du so viel und über solche Sachen? Schau, der Tag ist jung, du bist jung und beide gehören heute mir. Heute? Morgen vielleicht nimmer. Dann werde ich dafür sorgen, dass ich dich halten kann und dich nie, nie mehr herzugeben brauche. Und vielleicht wird dann auch meine Millie nie, nie mehr fort von mir wollen. Oh, wäre das schön. Na, Genesis, ich bin so kitzlig. Hör auf. Du, trink jetzt deinen Kaffee und geh. Die Millie darf dich hier nicht sehen. So, und jetzt trink meinen starken Kaffee auf den Schrecken. Um Gottes Willen, die Millie ist schon zu Hause. Ich hab schon gar nicht kommen können. Du, aber jetzt schnell. Trink den Kaffee aus und verschwind, ja? Pass auf, ich geh jetzt raus, mach die Entree-Tür auf und lehn sie nur an, damit du so geräuschlos hinausschlüpfen kannst, gell? Wo nur die Betty so lang bleibt. Ja, Millie, du bist schon zu Hause? Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Geh, Betty, bring uns einen Kaffee, aber einen kohlschwarzen und einen brennheißen. Ja, einen brennschwarzen und einen kohlheißen. Oh.
Das kriegst mich noch an. Na also, schön bist du nicht. Wieso? Heute Nacht habe ich dir doch ganz gut gefallen. Na, heute Nacht. Da habe ich auch noch keine Vergleichsmöglichkeit gehabt. Du kannst ruhig fertig essen. Die Millie kommt jetzt nicht in die Küche. Die hat jetzt andere Sorgen. Geh herauf. Heut, du, da ist doch jemand bei der Tür. Moment. Wer ist denn da? Christian, Frau Tant. Ja, Liesl, ja, ist denn das möglich? Die Liesl, na sowas steht da vor der Tür wie das Christkindl. Sag mal, wie bist du denn überhaupt hereingekommen? Die Wohnungstür war nur angelehnt, Frau Tant. So, na komm nur weiter. Aber sag, warum bist du denn so plötzlich nach Wien gekommen? Ich habe doch der Frau Tant vor 14 Tagen einen Brief geschrieben. Na, du mit den Briefen, das ist bei mir immer so eine Sache, weißt du? Die lasse ich liegen, bis ein ganzer Haufen beisammen ist und dann lese ich sie alle auf einmal. Na, komm nur. Der Vater hat gesagt, die Milli ist doch jetzt so berühmt in Wien. Ja, ja, ja. Und ich sollte einmal herfahren auf Besuch, hat er gesagt. Ja. Die Frau Tant soll sich ein bisschen kümmern um mich. Und ich könnte ein bisschen feinere Manieren lernen, hat er gesagt. Hat er gesagt? Na ja, freilich, von mir kannst du dann alles Mögliche lernen. Also, das ist meine Nichte Liesl aus Salzburg. Jesus, du bist ja ein richtiges, großes Fräulein geworden. Und das ist der Herr... Ja, also, das ist der Herr... Der Herr Bertel. Ich freue mich, den Bräutigam von meiner Frau Tant kennenzulernen. Bräutigam? Ich habe doch gesehen, wie der Herr die Frau Tant vorhin geküsst hat. Ach so, naja, also mein Bräutigam, aber du, bitte, sag nicht immer Frau Tant zu mir, ja, da komme ich mir gleich so wohlbeleibt und mit einem Doppelkinn vor. Sag einfach Milli zu mir. Ja, du schaust so, wir sind eben erst nach Haus gekommen und darum haben wir noch die Balltoilette an. So war die Frau Tant auf einem Ball? Nein, ich habe mich schon inzwischen umgezogen. Aber du wirst es doch auch bequem machen. Ich werde gleich der Betty Bescheid sagen, dass sie mir die alles zurecht macht und vor allem das Fremdenzimmer. Milli, ich habe mich auch gleich verabschieden, bitte. Sehen wir uns heute Abend? Ja, gern, Milli. Also dann bis abends. Ich bin gleich wieder da, Liesl. Ja. Sie sind heute zum ersten Mal in Wien, ja? Ja. Sonst leben Sie in Salzburg? Ja. Die Milli ist die Schwester von meinem Vater. Ah, okay. Dass sie gar nichts geschrieben hat von ihrer Verlobung. Sie schreibt ja nicht sehr viel, aber das... So hat sie gar nichts geschrieben, ne? Nicht ein Wort. Sie kennen sich doch sicher schon sehr lange. Ja, so gar so lange eigentlich auch noch nicht, ne? Also eine kurze Verlobung. Ja, das war eine sehr, sehr kurze Verlobung. Ist direkt über Nacht gekommen. Liebe auf den ersten Blick. Ja. Oh ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also dann, auf Wiedersehen, Frau Liesl. Auf Wiedersehen. Also ich schwöre dir, ich habe nur aus Mitleid mit heraufgenommen, weil er deine Protektion haben will. Na, Stangina, sag du doch, sagen Sie doch, dass das wahr ist. Tatsache, liebe Dame, Tatsache. Aber ich habe ja nichts dagegen. Nur Männerbesuche gibt es jetzt vorläufig nicht. Was soll denn Salzburg von uns denken? So Salzburg? Ja, die Liesl ist doch soeben eingedrudelt. Geh, Betty, mach ihr Fremdenzimmer zurecht. Ja, gleich. Verzeihung, darf ich mich vorstellen? Hugo Wilhelm Stangina, Berlin, lyrischer Dichter. Ja, da kann man nichts machen. Was treibst du denn da? Ach, Milli, ich möchte so gern so ausschauen wie du. Also, weißt du, wenn ich so angezogen wäre wie du, könnte ich auch nicht so ausschauen. Sag mal, wer hat dir denn dieses Hosel ausgesucht? Das ist ein Weihnachtsgeschenk von meinem Herrn Taufpaten. Ja, der muss es ja wissen. Und das Leiberl, Himmeldonnerwetter, Mädel, du hast doch eine Figur zum Anbeißen. Beine wie ein Reh, die kann man doch nicht in solche Ofen reinstecken. Sag einmal, wozu hast du denn so ein reizendes Dekolleté, wenn du es vor allen Blicken versperrst, hm? Du sag, Liesl, bist du auch so gern eine Frau wie ich? Also ich danke dem Herrgott jeden Tag dafür, dass ich ein Weib bin. Aber das verstehst du ja noch nicht. Oh ja, Milli, du bist ganz anders als alle anderen Frauen. Deshalb hast du auch so einen schönen Bräutigam. Geh ja endlich auf damit. Sag, was sprichst du denn überhaupt immer so viel von meinem Bräutigam? Weil ich auch einmal so einen Bräutigam haben möchte. Du bist ja noch so jung, Liesl. Das wird schon noch kommen. Du bist ja noch so herrlich jung. Er gibt keine Ruhe. Nein, er gibt keine Ruhe.
Dieser Schmierding muss weiter schmieren über uns, über mich. Dieser Zöge, dieser Herr Doktor Zöge, der soll bei seinem Burgtheater bleiben. Was will er denn überhaupt von uns? Von mir kann er höchstens eine Ohrfeige bekommen, aber die wird dann heroisch sein. Dafür garantiere ich. Jetzt hat dieser Dinkelkleckser ohne dich schon eine Kritik über uns geschrieben. Was treibt diesen Burschen dazu, jetzt noch ein ganzes Feuilleton über uns zu schreiben? Bitte, Betty. Die Wiener Volksmusik und deren Interpreten. Interpreten, da habe ich schon gefressen. Was treibt diesen Kerl dazu? Vielleicht sein Gewissen. Was? Ja, Mini, vielleicht sein Gewissen. Unsere Volkssängerei ist auf einem Tiefstand angelangt. Das ist ja der reinste Mist. Der größte Mist, die Frau, bin ich. Denn ich schreibe die Musik dazu und den Text. Betty, ein Heferl! Also, das fällt mir doch, dass dieser Dr. Zöge Schule macht. Dieser Dr. Zöge ist der Einzige, der den Mut hat, uns zu sagen, wie wir sind. Vor allem uns zu sagen, wie wir eigentlich sein sollten. Servus, Willi, servus, Honigberger. Servus, Babett, schaut's mir an. Ja. Willi, wer bin ich? Wer du bist? Na, der Fürst. Honigberger, wer bin ich? Na, der Johann Fürst. Nein, mein Liebling, Babett, wer bin ich? Na, der Herr Johann Fürst. Ich bin mein kleines, unbekanntes Vater, welches ich sage, wer ich bin. Der Herr Theaterdirektor Johann Fürst. Aber geh. Da schaut's, was? Theaterdirektor bin ich. Vor einer halben Stunde habe ich Vertrag unterschrieben. Das Theater in Prater habe ich gepachtet. Ein richtiges Theater mit einem Baguette, mit einem Rang, wo man richtige Komödien spielt in Akten, wo ein Vorhang fällt. Und mal die Mühe fällt der Vorhang. Und so oft die Mühe fällt der Vorhang. Aber gratuliere dir vom ganzen Herzen. Kannst du da gratulieren, denn jetzt geht's aufwärts mit mir in die höhere Kunst. Da gehst du weg von den Volkssängern? Ja, natürlich, ich steige auf die Bretter, die Welt bedeuten. Aus mit der Babratschen, aus mit Toulier und hole der Roh. Richtige Volksstücke werde ich spielen. Einfach aus dem Leben. Wenn ich die Hauptrolle spiele, zum Beispiel, stell dir vor, ich komm's auf dich ganz natürlich zu und sag, ja, Frau Pimpehuber, wie geht's Ihnen denn? Ich hab kein Unglück, hat Sie betroffen. Sie sind nicht mehr ganz gesund. Ja, großartig, großartig. Ja, soll ich vielleicht, damit's ein bisschen Erfolg kriegt, ein bisschen mit der Zunge anstoßen? Das wär was, du, Josef Zutzler. Ja, pass auf. Ja, Frau Pimpehuber, wie geht's Ihnen denn? Ich hab kein Unglück, hat Sie betroffen. Sie sind nicht mehr ganz gesund. Das wird ein Riesenerfolg. Du Schani, einen Stockschnupfen könnte er auch haben. Ja, das war nicht schlecht. Grüße den Gutzler, Pimpelhuber. Wie geht's Ihnen denn? Ich hab gehört, Sie sind nicht ganz gesund. Glänzen tut er. Fein wäre auch, wenn er schielen würde. Meinst du? Na, schielen. Ich möchte nicht übertreiben. Schielen, das geht nicht. Aber vielleicht so ein rheumatisches Zucken könnte er haben, nicht? Ja, das könnte er haben. So zwei. Grüße den Gutzler, Pimpelhuber. Wie geht's Ihnen denn? Ihr gehört, Sie sind nicht ganz gesund. Du, ich seh schon das leibhaftige Burgtheater bei dir. Lacht's nur, lacht's nur. Zuletzt wird er nie lachen. Herr Direktor, Herr Direktor, dieser Herr hat zufällig in der Küche auf mich gewartet. Das wäre was für Ihr Theater, Herr Direktor. Herr Direktor, schaut, was klingt, Herr Direktor, wie Honig sein. Wen bringst du mir denn noch mit? Das ist der Herr Stangine, er ist ein Dichter. Dichter? In meinem Theater, sowas brauche ich in meinem Theater einen Dichter. Ich dachte an die Stelle eines Dramaturgen. Dramba was? Dramaturg. Dramaturg? Gut, ich werde mir überlegen, ob Sie reden so komisch. Woher sind Sie denn? Nicht böse sein. Berlin. Berlin? Ein Dramaturg aus Berlin? Was ist überhaupt der Dramaturg? Das ist einer, der immer die Schuld hat, wenn der Direktor einen Blödsinn macht. Ach so, oder sowas kann man brauchen. Also gut, junger Mann, Sie sind engagiert. Oh, danke, Herr Direktor. Was sagst du, Milli, jetzt habe ich sogar einen Dramaturg. Noch dazu einen aus Berlin. Na, da wird jetzt erst der Dr. Zögel eine Hochachtung vor dir haben. Nehmen wir den Namen nicht. Dieser Papierhengst, dieses Federviech, der setzt sich direkt auf uns drauf. Der steckt gar nicht mehr runter. Jeden zweiten Tag schreibt er was über uns. Hast du gelesen, was er über mich wieder geschrieben hat? Freilich. Warum gehen wir nicht in die Redaktion und hauen ihm eine hinunter? Warum wirklich nicht, Charlie? Warum nicht? Na, gehen wir, komm. Betty, Hut und Mantel. Ja. Vergiss nicht den Schirm, denn ich gehe zu einer Exekution. Oh, Kinder, seid ihr denn verrückt? Das kann man doch nicht machen. Was gehört, Charlie? Wir können nicht. Wir können schon, wenn wir wollen. Ich glaube. Wir wollen dem Herrn einmal zeigen, dass wir uns von ihm nichts mehr gefallen lassen. Los, Charlie. Na, los, gehen wir. Mein Gott, ist die Frau Tant oft so aufgeregt? Na, na, nicht oft. Nur jeden zweiten Tag. Bitte, meine Herrschaft, das geht doch nicht. Ich muss sie doch erst anmelden. Kann man da mal hoch das angewöhnen? Aber bitte, Herr Doktor, ist nicht zu sprechen. Für mich ja. Nein, das kommt ja. Ab vorne geht's. Du? So, das wäre erledigt. Gewartet habe ich darauf schon lang. Grüß dich, Gott, Milli. Du bist also dieser Doktor Zögel? Ist es der Chinese? Ja, ich bin dieser Dr. Zögel, aber die Ohrfeige habe ich schon dafür bekommen. Was ist nun eigentlich wahr? Das, was du sagst oder das, was du schreibst? Beides, Milli. Beides. Beides. Ist denn das vereinbar? Ich liebe dich, Milli.
Ist es denn nicht selbstverständlich, wenn man die Frau, die man liebt, aus einer Gefahr retten will? Und in der bist du, solange du bei diesen Volkssängern bist. Du kannst mehr als die andere. Du bist die geborene Schauspielerin. Aber geh her, aber schau, du hast Temperament, Charakterisierungskunst, Talent. Gar nicht zu reden von deinen weiblichen Reizen, stimmt? So etwas. Da komme ich daher, um den Dr. Zögel zu... Und dann lasse ich mich von ihm küssen und küsse ihn wieder. Weil ich ihn lieb habe, den Menschen, egal ob es nun der Dr. Zögel ist oder nicht. Na, dann vertrau mir doch auch und folge mir. Das tue ich doch. Du kannst doch mit mir machen, was du willst. Gott sei Dank. Soll ich dir vielleicht helfen, Milli? Danke, Charlie. Ich helfe mir schon allein. Darauf reimt sich ja nichts. Schwer, sehr schwer. Oh, wenn Aurorens Silbergespann zum Himmel rasend fährt und sich der Erde mächtig rund zur Sonne strahlend kehrt. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann hebe ich die Glieder mein vom Lager, munter frisch. Ja, und was reimt sich jetzt auf frisch? Tisch, Wisch, Gezisch. Angina! Jawohl, Herr Direktor. Zu mir, sofort! Jawohl, Herr Direktor. Herr Direktor. Sangina, was reimt sich auf Brösel? Wie bitte? Was schauen Sie mich an wie ein hochgeborener Fisch? Fisch reimt sich auf Fisch. Auf Brösel? Nein, auf frisch. So was ich mit einem Dramaturgen heute, das möchte ich wissen. Sie denken immer an was anderes, als man braucht. Ich brauche einen Reim auf Brösel. Herr Direktor, was ist denn das Brösel? Jetzt weißt du nicht, was Brösel sind. Geriebene Semmeln. Wozu brauchen Sie einen Reim auf geriebene Semmeln? Das ist gerade ein großer Diskubier, mache ich. Passen Sie auf. Zum Leben gehört die Liebe. Das sind die schönsten Triebe. Zum Kuchen gehören die Brösel. Jetzt brauche ich was auf Brösel. Ist es nicht sehr ausgefallen, Herr Direktor, Brösel? Zum Kuchen gehört doch alles mögliche andere. Müssen es gerade Brösel sein? Ja, gerade Brösel, weil was Leichtes ist. Mehl und Fett und Milch, das ist mir zu fest. Wie sagt man dazu? Kontrakt. Kompakt. Kompakt. Also, Herr Direktor, glauben Sie nicht, dass Rosinen auch sehr geschmackvoll wären? Nein, ich brauche Brösel. Ja. Ich will Brösel. Gehen Sie hinaus. Hinaus, Herr Direktor. Direktor. So was wie eine Dramaturgenhaltung. Und noch zwar aus Deutschland, möchte ich wissen. Sangina! Jo, Herr Direktor. Aber was sich auf Weinbahn reimt, das werden Sie doch hoffentlich wissen. Weinbergen? Weinbergen, ja, das sind die von Ihnen empfohlenen Rosinen. Übersetzt. Herr Direktor, ich beschwöre Sie, bleiben Sie bei Rosinen. Da reimt sich doch eine Unmenge drauf. Bienen, Schienen, Maschinen, Serpentinen. Gehen Sie hinaus. Sangina, gehen Sie hinaus und denken Sie nach, wozu ich mir einen Dramaturg halte. Jawohl, Herr Direktor. Nein, nein, ich mag nicht Theater spielen. Aber warum denn nicht, um Gottes Willen? Weil ich es nicht kann. Und ich sage dir, dass du es kannst. Aber ich trau mich nicht, Bertel. Was, das sagst du? Die jeden Abend mit dem Publikum machen kann, was sie will. Aber schau, Bertel, das ist doch ganz was anderes. Warum probierst du es denn nicht wenigstens einmal? Schau, lass mich mit dem Fürst reden. Sein Theater gehört nicht zu den Ersten, da kannst du dich großartig einspielen. Und wenn du einmal bühnensicher bist, bringe ich dich schon weiter. Was heißt weiter? Ich bin weit genug. Du, ich bin die Fiakermilli von Wien. Jeder kennt mich und jeder hat mich gern. Ich will aber eine Künstlerin aus dir machen, die man nicht nur kennt, sondern bewundert. Ich will dich aus diesem Boden herausreißen, wo du mir verdirbst. Ja, ich weiß. Sumpfdotterblume. Jawohl, Sumpfdotterblume. Also, du weißt, was du bist. Du bist ein widerlicher Kritikaster. Und du bist eine halsstarrige Egoistin. Bin ich eine Egoistin? Wo ich alles für dich tue? Warum willst du denn dann zum Kuckuck hinein nicht auch das noch tun? Wo ich dich so herzlich darum bitte. Warum willst du denn keine große, berühmte Schauspielerin werden? Ich möchte so gern stolz auf dich sein. Ich ärgere mich so, dass du mich immer so einnebeln kannst. Was soll ich denn tun? Schau, lass mich mit dem Fürst reden. Also, meinetwegen, red mit ihm. Wirklich sehr schön gespielt, Honigberger. Ja, das ist ja die Milli. Was für eine Überraschung. Du bist ja ein seltener Gast bei mir geworden.
Da bitte leg ab, wir trinken einen Schalal Kaffee miteinander. Nein, 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 danke schön, ich muss gleich weg. Okay, ein Schalal Kaffee willst du trinken? Nein, wirklich nicht, ich bin nur auf ein Sprüngel gekommen. Ich muss dich nämlich etwas fragen, Honigberger. So, na bitte, bitte nimm Platz. Wo drückt dich der Schuh? Bitte. Weißt du es schon? Ja, ich weiß. Und was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich soll weg von euch. Ja, ja. Der Bertel will, ich soll zum Theater, ja, als ja. Schauspielerin, weißt du? Ja, ich weiß. Also red doch schon endlich was Vernünftiges. Soll ich oder soll ich nicht? Ciao, Mili. Ich wollte auch einmal hoch hinaus, hinauf in die lichten Himmelshöhen. Ciao. Ja, der Beethoven, der Mozart, der Schubert, der Haydn, das war meine Vorbilder. Und wo bin ich gelandet? Bei einem Volkssänger-Etablissement. Du hast als Volkssängerin begonnen, vielleicht gelingt dir der Flug hinauf in die lichten Himmelshöhen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Glück dazu. Aber ich will ja gar nicht zum Theater. Ich habe eine panische Angst vor dem Theaterspielen, Honigberger. Ich weiß auch gar nicht, ob ich's kann. Du, ich glaube, ich kann's ganz bestimmt nicht. Ja, warum machst du's dann, Willi? Weil ich ihn lieb hab. Und weil man auch Opfer bringen muss, wenn man einen Menschen liebt. Aber das verstehst du ja nicht, Honigberger. Dazu bist du eine viel zu kühle Natur. Bin ich? Eine viel zu kühle Natur bin ich, so glaubst du? Nein, 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 Emily. Okay. Ich bin gar keine kühle Natur und verstehe das sehr gut. Vielleicht ist mein ganzes Leben nichts anderes als ein Opfer, das ich der Frau bringe, die ich liebe. Sei, Honigberger, du, das hab ich ja nicht gewusst. Man hat dich auch nie mit einer Frau gesehen. Du, sag einmal, wer ist das denn? Nein. Das sage ich nicht. Schau, die Frau ahnt es ja gar nicht, dass ich sie liebe. Ach so, also eine heimliche Liebe? Ja, sogar eine sehr heimliche Liebe. Warum sagst du es denn nicht? Warum? Weil sie einen anderen liebt, weißt du? Und wenn sie den nicht mehr liebt, dann liebt sie wieder einen anderen. Nur mich nicht. Also du, das verstehe ich nicht, Honigberger. Dich muss man doch gern haben. Das ist ja das Malheur, Milli. Menschen, die man gern hat, die werden doch selten geliebt, ne? Und jetzt trinken wir einen Kaffee. Komm. Ja, Herr Doktor, das ist gemacht. Die Fiakermilli spielt bei mir Komödie. Sehr schön. Und ich habe mir gedacht... Oh, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Die Fiakermilli auf einer Bühne, das ist ein Bombengeschäft. Ja, ich meine nur wegen des Stückes. Oh, Stücke haben wir genug. Ich denke da, Liebe und Weh am Wörthersee, ne? Herr Doktor. Nein, wir verstehen uns nicht ganz, Herr Direktor. Ich habe an einen Klassiker gedacht. Ein Klassiker? Ja, und zwar wäre für den Anfang das Beste Schillers Räuber. Was, die Räuber von Schiller? Bei mir? Von Schiller die Räuber? Naja, die Amalie ist doch eine etwas passive Rolle und da könnte sich die Milli am besten an die Bühne gewöhnen. Herrlich! War immer mein Herzenswunsch, Klassiker zu spielen. Nichts als Klassiker. Goethe, Schiller und dann diesen Lessinger und dann diesen, wie heißt der da? Dieser Klopstock, mit dem, mein Dramaturg da, der ist aus einem Land, wo die Klassiker alle geboren werden. Stagina, sofort werden die Rollen verteilt. Schillers Räuber von Schiller. Ja, wir werden es dem Burgtheater schon zeigen. Stagina, sie gehen sofort hinunter in den Prater und fangen die verdächtigsten Individuen zusammen. In die Hauptrolle integrieren, ja, wo sie wollen. Individuen. Individuen, ich weiß nicht so. Oder soll es vielleicht ein anderer Klassiker sein? Egmont von dem Dings da, oder die Jungfrau. Herr Doktor, ich lege eine Jungfrau hin, das ist nur so ein Stamm. Nein, ich glaube, ich bleibe schon von Anfang am besten bei Schillers Räuber. Gut, bleib bei den Räuber. Ja, so eine Räubergeschichte ist immer das Interessanteste für mein Publikum. Ja, und überhaupt die Räuber mit der Fiakermilli in der Titelrolle. Das ist eine direkte Akquisition. Ja, eine Akquisition. Da sind wir uns ja vorläufig einig. Jawohl, Herr Doktor. Herr Direktor, auf Wiedersehen. Sie, meine auf Wiedersehen, Herr Stangina. Herr Doktor. Stangina, sofort eine Notiz in die Zeitung. Herr Direktor Johann Fürst hat sich entschlossen, in seinem allseits beliebten Fürsttheater auch Klassiker zu spielen. Als erster Klassiker erscheint auf dieser Bühne die Räuber von Johann Wolfgang Schiller. Von Friedrich von Schiller. Da schreiben Sie ruhig Schiller. Wie der mit Vornamen heißt, das weiß doch jedes Kind. Ah, was bist du, Alter, da? Das hat dich gestört, wäre eine wichtige Konferenz für den dein Stück. Ah. Ja, Charlie, ich wollte gerade zu dir. Na, was ist mit dem Stück? Ist die Bombenrolle für mich schon endlich fertig? Der dritte Akt fehlt noch. Aber weißt du, wir spielen es ja vorläufig gar nicht. Wir spielen die Räuber. Von Maria Kulm? Ja. Nein. Von Schiller? Ja. Ja, da spiele natürlich die Amalia, ne? Nein, Schätzchen, die Amalia spielst du nicht. Ich kann dir das hier nicht so schnell erklären. Weißt du, Schätzchen? So. Dann, Schätzchen, gehst du augenblicklich da hinein und diktierst dem Stangina das neue Stück mit der Bombenrolle für mich. Ich werde so lange hier sitzen bleiben, bis der Akt fertig ist. Verstanden, Schätzchen? Jawohl, Schätzchen.
Stangina, setz dich nieder und schreiben Sie. Jawohl, Herr Direktor. Also, wir waren gerade bei der Szene, wo der heute Invalide, der Pongratz, vor dem Denkmal des Herrn Generalfeldmarschall Radetzky sitzt. Also, der Pongratz sitzt und ist schwer besoffen. Nein, schreiben Sie lieber, volltrunken. Pongratz sitzt volltrunken auf dem Postamental. Es schneit. Das geht nicht. Was geht nicht? Das kann nicht schneien. Warum kannst du schneien? Der vorige Akt spielt im Sommer. Na und? Zwischen den beiden Akten sind nur 8 Tage vergangen. Ach, Sie mit Ihrer preußischen Akkuratesse. Nach dem zweiten Akt war große Pause, da hat das Publikum längst vergessen, dass Sommer war. Schreiben Sie, es schneit. Bitte, es schneit. Hinten leises Donnergrollen. Im Schnee. Ja, im Schnee. Warum denn nicht? Am Theater kann schneien und donnern zu gleicher Zeit. Dafür sind wir am Theater. Der invalide Pongratz schaut auf. Hup. Auf wen schaut er? Auf gar nichts schaut er. Hup, hat er gemacht. Rülpsen tut er. Auf hup. Da sitze ich nun in meinem Rausch, ohne Heim, ohne Haus, ohne Weib, ohne Kind. Hup. Verstoßen haben sie mich, das Klindel. Nein, das kommt kein. Herr Direktor, warum weinen Sie denn so schrecklich? Herr Direktor! Aber ich bitte Sie, heute ist doch den Mund. Ich weine doch nur in der Rolle. Wenn ich wirklich weinen würde, müsste ich ja viel mehr weinen über Sie. Oh, warum ich mir einen Dramaturgen halte, das möchte ich wissen. Hup. Was haben Sie denn? Jetzt hast du mich erwischt, Herr Direktor. Ich dreh zu. Tschüss. Darunter, Vater Radetzky, und erbarme dich meines Elends. Pongratz verschwindet in der Versenkung. In der Versenkung? Jawohl, in der Versenkung. Wozu habe ich denn eine? Stangina, schauen Sie nach, ob die Kitthoff noch draußen ist. Jawohl, Herr Direktor, ist noch draußen. Bisschen temperamentvoll, die gute Kitthoff, aber eine fesche Person. Ja, mein lieber Stangina, auch als Theaterdirektor hat man Punkte, wo man sterblich ist. Nächste Szene. Pepina tritt auf. In der Hand ein Strauß herrlicher Frühlingsblumen. Herrliche Frühlingsblumen bei Schnee und Donnergrollen. Weckhart des liebevoll barmherzigen Vaters, der seinen Sohn... Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Gut, gleich noch einmal. Es geht nicht, Bertel. Aber sei doch nicht immer gleich so mutlos. Also schau, Bertel, ich hab doch noch nie etwas auswendig gelernt, noch dazu so geschwollene Sachen. Ich kann's nicht erlernen und schon gar nicht spielen. Bitte, Milli, mach mich nicht böse, ne? Will ich stören? Ich bring nur den Kaffee. Du störst, Bettlisel, ich bin froh, wenn ich eine kleine Pause hab. Ich freue mich so, dass die Milli jetzt so schöne Sachen lernt. Och, Kinder, schaut, wie schön's draußen ist. Wollen wir nicht alle miteinander ein bisschen spazieren fort? Das können wir leider nicht, Milli. Wir müssen weiter lernen. Wirklich. Also bitte gleich noch einmal von Anfang. Weg, Haar des liebevollen, barmherzigen Vaters. Weg, Haar des liebevollen, barmherzigen Vaters, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Daheim labt er sich mit süßem, köstlichen Wein und pflegt seine morschen Glieder in Kissen von Eider. Halt! Klassischer! Viel, viel klassischer! Weißt du, das, was du machst, ist ja sehr schön, aber es ist nicht klassisch. Und dann darfst du nicht die Arme so in die Hüfte stemmen. Das macht eine Dame nicht, eine klassische, schon gar nicht. Pass auf, ich zeig dir es vor. Weg! Ha! Des liebevollen, barmherzigen Vaters, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Daheim labt er sich mit süßem, köstlichem Wein. Das darf doch das Glas nicht so hoch heben wie beim Heurigen. Und pflegt seine morschen Glieder in Kissen von Eider. Eider, Stangina, was ist das Eider? Daunen. Eiderdaunen. Ah, Daunen, ja. Was sind Daunen? Bettfedern, ganz einfache Bettfedern. Ah, einfache Bettfedern. Also, komisch drückt sich der Schiller aus. Aber klassisch, durchaus klassisch. Also, was ist das, wenn du das von den Kissen mit den Eidern sagst? Das musst du als weich sagen, weich. Eidern sind Daumen. Daunen. Daunen, ja. Daunen, Bettfedern. Also bitte, weiter, ja? Ich kann's nicht, Charlie. Aber lächerlich, da haben wir schon Schweres gekonnt. Wenn wir doch mit so einem Schmarrn auch noch fertig werden. Ich bitte weiter, aber klassisch, sehr klassisch. Schämt euch, ihr Unmenschen! Na, da fehlt ja was. Das ist gestrichen. Was heißt gestrichen? Welcher Idiot erlaubt sich hier etwas zu streichen? Ich. Sie, Herr Dr. Zögel, Sie haben meinem Theater hier nichts herumzustreichen. Ich bringe von einem Dichter jedes Wort. Aber lieber Direktor, das ist überall gestrichen. Bei mir nicht. Wenn Sie keine Achtung haben von der höheren Kunst, ich habe sie. Das ist ja ein feines Theater geworden. Ein Kritiker führt Regie, eine Anfängerin spielt die Hauptrolle und ein Esel von einem Direktor lässt sich das alles gefallen. Das war die Kitthoffer. Sie ärgert sich, weil sie nicht die Amalia spielt. Ich bin ein bisschen hitzig, die Kleine. Lachen Sie, Stangina! Stellen Sie sich die Probe! Was stehen Sie herum? Haben Sie gar nichts zu tun? Da nehmen Sie das Volkslied für eine neue Komödie und dichten Sie es zu Ende. Ich habe jetzt keine Zeit.
Aber, Herr Direktor, das ist doch in Wiener Mundart. Na und? Ein richtiger Dichter muss in jeder Mundart dichten können. Gehen Sie raus! Dann kommen Sie mir nicht mehr in die Augen, bevor das Lied fertig ist. Ich weiß ja gar nicht, was das heißt. Hinaus! Szene geht weiter. Oh. Servus, Stangi. Du hast heute ein Blunzen mitgebracht. Blunzen? Eine Blutwurst. Also, bitte, dann übersetzt mir das hier auch mal in eine zivilisierte Sprache. Pass auf, ein Bussal ist ein Gespurassig. Bussal weiß ich ja zur Not, aber Gespurassig, was ist das Gespurassig? Na, Spaß ist das, Spaßig. Sag mal, wozu brauchst denn du das alles? Dichten soll ich in dieser hindustanischen Sprache, bitte. Ein Bussal ist ein Gespurassig Ding. Was ist an ihm schon dran? Man isst es nöt, man trinkt es nöt und hat doch Freude daran. Du, das ist nett, das ist ein Schnaderhüpfel. Was ist denn das schon wieder? Ja, Schnaderhüpfel ist ein Schnaderhüpfel. Ja. Ein Bussal ist ein spaßiges Ding. Was ist an ihm schon dran? Man isst es nicht, man trinkt es nicht und hat doch Freude daran. Das klingt nett, wenn du das sagst. Ja, wie geht's denn weiter? Ja. Und wenn der Buhr das Madel halst, halsen. Na, das ist so. Drückt er die Äugeln zu A. Und hier endet der Dichter. Wo soll ein vernünftiger Mensch einen Reim herfinden auf zu A? Na, das kann nicht schwer sein. Weil er's auswendig lang schon kann. Moment. Probiert hat er es ja nur. Ja, fantastisch. Bitte weiter. Wie es weitergeht, das weiß ich nicht. Ja? Doch eins, das weiß ich gewiss, dass wenn Sie schon beim Busseln sind, das Ende nicht fraglich ist. Genial. Bitte schau auf, wenn uns jemand sieht. Das macht doch nichts. Wir sind doch miteinander am Dichten, nicht? Und ich muss sagen, ich verstehe dem Wiener Mundart schon großartig. Mein Vater war der Deutschmeister Karl, die Mutter, die war eine Mischerin. Die zweite war das fescheste Paar, geschissen, war Domi so dünn. Das Deutschmeister Blau hat der Vater getragen und waschblau war der Mutter ihr Tuch. Ich habe euch sehr beleidigt, Freund Amalia. Steh auf, geh! Ich will nichts wissen. Bleib, bleib! Bei Gott, bei dem lieben Gott. Danke. Ihr sollt alles wissen. Ach, sie kriegt's nicht. Sie kriegt's nicht hin. Ist das eine Amalia? Sagen Sie selbst, Angina. Nein, das ist keine Babette. Keine Babamelia. Babamalia, Babamalia. Wer ein Gehen Sie sofort zur Druckerei. Man soll den Namen Fiakamili doppelt so groß drucken. Wenn der Name nicht wirkt, sind wir verloren. Eigentlich fliege, Herr Direktor. Ich weiß ja nicht. Die Szene noch einmal. Es wird schon werden. Tag, Puppe. Grüß dich Gott, Stangl. Gott sei Dank, da bist du ja. Du, ich hab wenig Zeit. Was gibt's heute Schönes? Schäbelsuppen, ein Pries mit Gräste und Palatschinken. Ach, sehr prima, prima. Ja. Gut. Primstens. Bis und für morgen, da hätte ich gern eine Leberknödelsuppe, ein Hirwartschwanzel mit einem Endiviviensalat und vielleicht als Nachtisch, weißt du, da hätte ich gern vielleicht Marillenknödel. Ja? Ja. Du, ich weiß nicht, Stange, ich glaube immer, du liebst nicht mich, du liebst nur die Wiener Spezialität. Na, du bist doch in Verdacht, herauf, geh, ja. Ich geh herauf mit den Nussen. Amalia. Unglückseliger, du stellst. Sie gehen schon, Herr Honigberger? Ja, ich habe noch eine kleine Besorgung zu machen. Die Millie ist doch jetzt schon viel besser geworden, nicht wahr? Steh auf. Na ja, natürlich ist sie noch unfrei, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das wird ja auch das Publikum berücksichtigen. Und dann bis zur Premiere wird sie bestimmt noch viel besser werden. Mein lieber Herr Dr. Zögl, die Millie ist herrlich.
wenn sie verliebt ist. Aber manchmal wird ein verliebter Bogen so überspannt, dass er springt. Und das wäre schade. Ich verstehe Sie gar nicht, Herr Honigberger. Grüß Gott, Herr Doktor. Kann ein Wort von deinen Lippen die Riegel der Ewigkeit aufreißen? Karl, lebt doch. Unglücklicher! Und euer Oheim. Du lebst! Nicht ganz. Noch ein Wort. Euer Oheim. Karl lebt noch. Und euer Oheim. Karl lebt noch. Auch euer Oheim. Verratet mich nicht. Karl lebt noch. Es muss schön sein, immer in Wien zu leben. Glauben Sie? Ja, wissen Sie, die Wiener, die haben es wohl eiliger. Ob sie aber auch glücklicher sind, das ist eine andere Frage. Die Jackermilli. Scheint, da wird von der Milli geredet. Ja, ja. Jackermilli auf der Bühne, na, von mir aus. Aber dass aus dem Saulus Dr. Zöglia Paulus geworden ist, das ist zumindest komisch. Ja, zuerst hat er es verrissen nach Noten, dann auf einmal ist er ihr Entdecker. Vielleicht hat er ihre Qualitäten entdeckt. Und sie hat schon Qualitäten, meine Herren, da will ich auch nicht Nein sagen. Für mich und meine Frau ist er gestorben. Wir laden ihn nicht mehr ein, das weiß ich. Ach, meine Herren. Ja, grüß Gott, lieber Doktor, servus. Wollen Sie nicht zu uns setzen? Ja, wenn noch ein Platz frei ist. Bitte, bitte, wir reden zusammen. Wir sprechen gerade davon. Na, mein Herr Glauner hat Schönes von der Milli, die soll ja ganz großartig werden. Na, bei so einem Protektor-Kunststück. Aber eins freue ich mich. Ich habe erst gestern mit meiner Frau darüber gesprochen. Auf die Räuberpremiere. Ich hoffe, dass Sie nachher meine Gäste sind. Sie und die Fiakamilli. Also meine Frau, die wird närrisch fünferle. Kommen Sie, Herr Honigberger. Ich glaube, ich möchte doch nicht immer in Wien bleiben. Nee, zahlen bitte. Die Nachfolgerin der Fiakamilli gefunden. Bei der Volkssängersoiree, die im burgundischen Kreuz stattfindet, soll, wie wir erfahren, ein gewisses Fräulein Antonie Mansfeld, die Nachfolgerin der Fiakamilli, die, wie bekannt, zum Theater hinübergewechselt hat, antreten. Fräulein Mansfeld, eine noch junge Novizin der Kunst, bringt Jugend und Anmut mit zu ihrem Beruf. Betty? Ja? Betty? Ja, ich komm schon. Was ist denn? Sag einmal, hast du schon etwas von einem Fräulein Mansfeld gehört? Na, wer soll denn das sein? Meine junge, anmutige Nachfolgerin. Soll ich ihr Küchengeschirr bringen? Nein, nein, Betty, lass nur. Fräulein Antonie Mansfeld. Ja, Mädeli. Frauen sind die Rosen, die im Garten alle auf das Flicken heimlich warten, ist die kleine Knospe kaum erblüht, nimmt sie schon so mancher gerne mit. Wenn sie dann erblühen, sich entfalten, ob jetzt die Geschenkten oder Bezahlten, richten sie die Köpfchen in die Höhe. Komm in meine Nähe, komm in meine Nähe. Und weil es ein jeder gerne hat, fällt bald von der Rose Blatt um Blatt. Weiße Rosen tun so züchtig, rosarote tun auf süß. Gelbe sind meist eifersüchtig, rote führen ins Paradies. Wenn man sagt, sie wären dornig, werd ich zornig, das kann ich nicht hören. Denn alle wollen das eine, sie wissen, was ich meine. Da sticht man nicht, nicht wahr, meine Damen und Herren? Frauen sind wie Rosen, die im Garten alle auf das Pflücken heimlich warten, ist die kleine Knospe kaum erblüht, nimmt sie schon so mancher gerne mit, wenn sie dann erblüht. Sich entfalten, ob jetzt die Geschenkten oder Bezahlten, richten sie die Köpfchen in die Höhe. Komm in meine Nähe, komm in meine Nähe. Und weil es ein jeder gerne hat, fällt bald von der Rose Blatt um Blatt. Sie ist ja ausgezeichnet, Honigberger. Natürlich. Frauen sind hier. Aber sie ist anders, gell? Sie ist ganz anders als ich. Ja, ganz anders. Heimlich. Glaubst du, Honigberger, dass sie die Leute besser finden wie mich? Aber was wollt ihr denn ein? Nein, ihr seid beide großartig.
Jeden ihrer Art. Nicht wahr, ja? Gibt's die Geschenkten oder Bezahlten, richten sie komm, Honigberger. In die Höhe. Komm in meine Nähe, komm in meine Nähe. Und ich verbiete ganz energisch, dass der Name Fiakamilli genannt wird. Sie können sich verbieten, was Sie wollen. Die Fiakamilli ist meine Reklame und der Name Fiakamilli bleibt auf dem Theaterzettel. Punktum. Aber das ist doch unmöglich von jedem Gesichtspunkt aus. Schillers Räuber mit der Fiakamilli. Wie klingt denn das? Was soll ich denn hinschreiben? Natürlich Ihren richtigen bürgerlichen Namen. Ach, den richtigen Namen? Wissen Sie, Sangina, wie die Milli mit dem richtigen Namen heißt? Nein. Emilie Duracek. Schrecklich. Also, Amalie von Edelreich, Emilie Duracek. Wie klingt denn das? Kleine linke Doseli, Duracek, Duracek. Ich wäre verrückt. Sie können sich lustig machen, so wie Sie wollen. Ich bestehe auf Emilie Duracek. Ist das, warum jetzt die zwei Gestalten aus der biblischen Geschichte einvermischen? Jetzt möchte ich sie anwenden. Frangina, wie heißen die zwei, wo alles drunter und drüber geht? Max und Moritz. Frangina, sie spielen mit ihrem Leben. Sodom und Gomorra, meint der Fürst, der Dreck, oder? Milli, du kommst mir wirklich vor wie ein Osterlämmchen, dem man die Haut über die Ohren zieht und das noch Dankeschön dazu sagt. Herr Honigberger. Herr Dr. Zögel, zwängen Sie die Milli nur in spanische Stiefel. Nehmen Sie die Kraft, Ihre Ursprünglichkeit, Ihre Natur. Nehmen Sie das Letzte, was sie noch hat, Ihren berühmten Namen. Wir werden ja sehen, was von ihr übrig bleibt, ne? Milli, glaubst du, dass ich es schlecht mit dir meine? Nein, Bertel. Kinder, ich bin nicht so gescheit, dass ich weiß, wem ich recht geben soll. Ich muss da mein Herz sprechen lassen und das gehört heute ihm. Sangina, Herr Rektor, geben Sie es auch auf. Ich gebe auf. Danke schön für deine Einladung, Milli. Ganz auf Großheit, gell? In Frack und Toilette, selbstverständlich, Bertel. So, also heute wollen wir lustig sein, ja? Sehr lustig. Morgen haben wir vielleicht keinen Grund mehr dazu. Ach, Milli. Aber davon wollen wir heute nicht reden. Nicht von der morgigen Premiere, nicht von der Rolle und nicht von der Mansfeld. Sie soll ja übrigens mächtig ziehen, habe ich gehört. Milli. Du wolltest doch... Richtig, gar nicht mehr dran denken. Bertel, ich hab dich lieb. Ich kann nicht leben ohne dich. Es ist eigentlich vernichtend, wie schnell das Publikum vergisst. Jetzt hat die Mansfeld den Zulauf. Du wirst ihn genauso haben, Milli. Ich oder die Turecek? Milli, was hast du denn plötzlich? Gott, ich bin heute ein bisschen nervös. Das ist ja begreiflich. Du wolltest doch heute lustig sein. Lustig, lustig. Ich gebe mir ja alle Mühe, aber wie kann ich denn lustig sein mit der würgenden Angst vor morgen? Mit dem Gefühl, dass die Fiakamilli ausgelöscht ist, auf ewig verschwunden und die Mansfeld triumphiert. Ach, küss mich, Bertel. Halt mich fest und küss mich. Milli, um Gottes Willen. Küss mich und hab mich lieb, damit ich weiß, warum ich das alles tue. Hör mal, Bertel, wie mir das Herz klopft. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch sehr lieb, Milli. Die anderen kennen dich gar nicht so. Die sind jetzt schon alle ganz böse auf dich. Aber du bist das doch nicht, etwa? Oh nein, nur... Nur? Schau, die vielen schönen Blumen, die es mir alle zur Premiere geschickt haben. Das ist vom Baron Magneta und der Riesenkorb ist von der Fürstin. Na, du weißt schon, diese alte Dame mit dem ganz schneeweißen Haar. Und schau, ist das nicht lieb? Das ist von meinen Fiakern. Vergiss uns nicht ganz, Milli. Aber mein sehnlichster Wunsch wäre, dass du sie vergisst. Siehst du, das ist es wieder, was sie dir alles so übel nehmen. Nein, Milli, schau, ich will doch nur... Ich weiß, ich lese sie auf jedem Theaterzettel. Die Fiakamilli ist ausgelöscht, aber die Mansfeld, die ist da. Aus der Turecek soll ja eine große Schauspielerin werden. Wenn sie es aber nicht wird, Bertel, wenn ich durchfall. Red mir jetzt nicht von solchen Sachen. Es ist besser, wenn ich gehe. Du musst dich konzentrieren. Schmink dich schön, ja. Aber nicht so viel Rot wie gestern auf der Generalprobe. Du weißt, du spielst jetzt Theater. Bertel! Ja? Ich frag dich jetzt allen Ernstes. Was geschieht, wenn ich durchfall? Aber Milli. Hast du mich dann auch noch lieb? Wie kannst du sowas überhaupt nur fragen?
Dann ist gut. Seit wann klebt dieser Zettel hier? Ich glaube, vor einer Stunde ist er draufgekommen. Wo ist der Direktor? Mit Schein in seiner Kanzlei. Postbeschild! Melden Sie mich sofort beim Herrn Direktor. Ja, mein Gott, bin ich erschrocken, aber ich kann Sie nicht melden, ich kann nicht. Er muss für mich zu sprechen sein, melden Sie mich sofort. Ich kann Sie nicht anmelden beim Direktor, weil er nicht da ist. Ich glaube, er ist auf der Biene. Hier soll der Direktor sein. Der Direktor ist in seiner Kanzlei. Ja, von da komme ich ja gerade. Ich glaube, der hintere Stieg ist aufgegangen. So, danke. Komm, komm. Wo ist der Direktor? Ach, Gott. Du hast mir die Programme nicht so einfach anbieten, so kreuz und seelenlos. Programmgefällig. Nein, ein Programmer daher. Die Dame wird doch wissen wollen, wer mitspielt. Herr Direktor, so. Herr Direktor! Der Dr. Zögel sucht sie im ganzen Haus. Also der ist wütend. Du, das kann ich mir denken. Wahrscheinlich wegen der roten Zettel. Na klar. Oje, ist er sehr bös? Ja, rasend. Oje, da, also tut mir vielleicht ein Leides an. Irgendwo muss er doch stecken zum Teufel! Ich retiriere. Napoleon bei Waterloo hat's auch so gemacht. Herr Direktor! Vorher auf! Ich habe keine Zeit! Doch, ja? Soll ich's denn runterführen? Es ist eh nichts mehr zu machen. Schade. Herein! Ach, Milli, ich bin so aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, ich bin schon wie im Traum. Milli, komm, komm, trink schnell einen Cognac. Also, alle reden schon mit mir wie mit einer Kranken und deine Stimmung ist wie bei einer Leiche. Es wird schon gut gehen. Der Dr. Zögel hat mir gesagt, dass das sehr gut sein wird. Der Dr. Zögel kann sich auch einmal irren. Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Du hältst ja eine ganze Menge von ihm, was? Ja. So? Ja, wir sind neulich miteinander spazieren gegangen und hat er mir genau erklärt, was er alles aus dir machen wird. Ach, ihr seid miteinander spazieren gegangen? Davon hat er mir ja gar nichts erzählt. Na komm, Betty, frisieren! Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Sonne. Das ist gar nicht, jetzt muss der Chor nicht richtig hin. Wild müsste sein, räuberischer. Versteht Sie, ihr seid ein Jungfernbund, aber keine Gurkenabschneider. Pass auf, mal so. Ein freies Leben führen wir. Frei, freie Räuber sind freie Menschen, wenn sie nicht gerade sitzen. Also nochmal, Schlagina, singen Sie mit, dass mehr wie ein Chor klingt. Vor. Er ist unser Nachbar hier, bei schönem Kind hantieren wir. Der Hund ist unsere Freude. Ja, so scheußlich muss das klingen. Ist das die einzige Kampfnummer, die ich in der Komödie hab? Also nehmt euch zusammen. Nochmal. Ein freies Leben führen wir. Ein Leben voller Wonne. Na, wie? Von den vielen Räubern, der Herr Frau. Führen wir. Ein Leben voller Wonne. Ja, so wild, so wild. Wie der Stangina. Großartig, Stangina. Ja, die große Idee. Sie machen mit. Sehen Sie um als Räuber. Aber Herr Denker, ich bin doch schon in Krack und Klack. Was? In Krack und Klack? Umziehen, hab ich gesagt. Vorwärts. Einen musst du wissen. So was ich in der Dramatur engagiert habe. Also, heute. Auf die Plätze. Also, Plätze. Wir fangen an, ist euch auch wohl, mein Vater? Ihr seht so blass. Ich danke dir schön für deinen Streusel, Honigberger. Okay. Ist doch nicht der Rede wert. Hast du viel schönere Blumen da. Ah, vielleicht freut's mich am meisten. Naja. Betty, ja? Geh du's in ein Wasserglas und stell mir's her. Ja. Die Vorstellung hat nämlich schon angefangen. Also Mut, nur Mut. Gott, Mut hätte ich schon, aber sag mir nur, Honigberger. Was denn? Was mache ich, wenn ich durchfall? Aber die Fiaker Milli ist noch nie durchgefallen. Du, ich glaube, das würde ich nicht ertragen. Aber Milli, wie kannst du an so etwas auch nur denken? Immer muss ich dran denken. Ach. Immer muss ich aber dran denken. Milli, und an die Mansfeld. Auch an sie muss ich immer denken. Glaubst du, Honigberger, dass wir beide nebeneinander, ich meine, was? Glaubst du, dass wir beide nebeneinander bestehen könnten? Was? Ich und die Mansfeld. Die Mansfeld? Du bist doch jetzt eine... Ja, ich weiß. Ich bin jetzt eine Schauspielerin. Was? Ich halte es nicht mehr aus, Honigberger. Nimm dich zusammen. Sei Honigberger. Ich hab mich schon wieder... Nicht zu viel, nicht zu viel. Ja, nicht zu viel. Rot, ich bin ja jetzt beim Theater. Herein, was ist denn? Das Bild geht zu Ende. Fertig machen auf die Bühne. Toi, toi, toi. Ja.
Also gehen wir's an, ja, Honigberger. Ja, ja. Milli, du kommst schon dran. Ja? Lass dich anspucken. Tü, tü, tü. Ja. Milli, ich bitte dich, zeig's ihnen. Zeig's ihnen, ich bitte dich. Bis jetzt ist das ganze Theater durchgeschüttelt vor Ehrfurcht. Aber der Schiller ist ja bei mir kein Starter. Den inszeniere ich wie geschmiert. Zeig's ihnen, Milli, ich bitte dich, zeig's ihnen. Ich werd's ihnen schon zeigen. Ja. Servus, Honigberger. Ja. Tü, tü, tü. Kommen Sie nicht mit raus. Nein, nein, ich hab's schon gesehen bei der Generalprobe. Das Rauchen ist hier streng verboten. Also das Rauchen? Ja. Ja, ja, danke schön. Bitte sehr. Ach, Stein, ich bin ja so aufgeregt. Siehst weg, Amalia. Verdiene ich weniger als der, den der Vater verflucht hat. Weg! Der liebevolle, barmherzige Vater, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Daheim labt er sich mit süßem, köstlichen Wein, pflegt seiner morschen Glieder in Kissen vor Eider. Schämt euch, ihr Unmenschen! Schämt euch, ihr Drachenseelen, ihr Schande der Menschheit! Euch Barbaren zum Trotz! Zum Trotz. Ich... Grausam, diese Liebe so zu belohnen, die zu vergessen. Wie, hab ich was vergessen? Meinen Ring einer Mütze! Ihr lacht über mich? Ihr traut euch, die Fiata Mili auszulachen? Ihr traut euch? Ich möchte nur wissen, seit wann ihr euch etwas anderes traut, als was die Mili will. Sei nicht böse, Mili, aber du bist wirklich rasend komisch. Vielleicht hast du recht, Graf Gustl. Sicher hast du recht. Ganz bestimmt hast du recht. Ich hab's nur bis jetzt nicht bemerkt, weil ich blind und taub war. Aber alles hat seine Grenzen. Mili! Das ist ein Skandal! Ich bitte dich, ein Theaterskandal! So wie Mili ist euch immer ein Skandal, das ist nichts Neues! Ja, bei Schiller, ich bitte dich, bei Schiller! Pfeif auf deinen Schiller! Jesus, wie trifft das los? Mili! Es geht nicht. Ich habe mir ja so viel Mühe gegeben, aber du siehst ja, wie es ausgefallen ist. Dir zu lieb habe ich alles getan, aber durchfallen kann ich nicht und durchfallen will ich nicht. Spiel weiter, Mini. Nein! Du sollst weiter spielen, habe ich gesagt. Was denn, Schüler? Die Räuber? Die Amalia, die Funzen? Nein! Aber das Lied von der Fiaker, Mili, das kann ich. Und das werde ich euch singen, damit ihr euer Eintrittsgeld nicht umsonst bezahlt habt. Wollt ihr? Ja! Jetzt ist mir leichter, wie neu geboren fühle ich mich. Nichts wird mehr treiber, gesungen wird, und zwar das Mili-Lied. Auf geht's, alles mitsingen bitte ich mir aus. Hoppla, hoppla, jetzt geht's los. Lachen, leben, lieben, so steht es geschrieben. So soll es immer, immer sein. Lasst euch doch verführen, braucht euch nicht genieren. Darum mitten ins Vergnügen rein. Hinein, 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 hinein. Das Leben ist zum Leben da. Hab ich recht, hab ich recht. Dazu sind wir doch eben da. Hab ich recht, ich hab recht. Heute ist heut, heute ist heut. Und bis morgen ist noch so viel Zeit. Heute ist heut. Thank you.
Frau. Hat's nicht geläutet? Vielleicht der Briefträger. Aber jetzt Abend sein. Bitte weiter. Froh sind, den kennt er nicht, was gerade ist. Was ist denn los, Betty? Ist wer kommen? Nein, Millie. Du, es wird Zeit. Du musst dich fertig machen, gell? Ach, ich mag nicht mehr probieren. Sag einmal, Honigberger, kannst du verstehen, dass ein Mann... Was? Ach, nix. Ist denn wirklich so schwer? Was denn? Nix. Ein feiner Diskurs, den wir da führen. Übrigens wird sowieso bald Zeit, dass wir ins Burgundische Kreuz fahren. Na, dass wir den aufsehen werden, was? Die Fiakermilli tritt das erste Mal wieder auf. Noch dazu an einem Abend mit der Mansfeld. Werden sehr viele Leute da sein. Glaubst du, wird er auch kommen? Wer? Ach, niemand. Also ich gehe jetzt und hole dich in einer halben Stunde wieder ab, ja? Servus, Honigberger. Servus. Sie gehen schon, Herr Honigberger. Ich bin gleich wieder da. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Milli? Ja? Ich habe meine Sachen gepackt. Ich glaube, ich fahre heute mit dem Nachtzug nach Hause. Ach, du willst schon weg? Ja, ich glaube, es ist besser so. Na ja. Sonderlich lustig ist es ja bei mir nimmer. Aber nicht deshalb, aber... Aber? Ach, nichts. Ach, nichts, ach, nichts. In diesem Haus spricht keiner mehr aus, was er sich denkt. Du läufst auch schon mit einem tief beleidigten Gesicht herum. Sag doch endlich, dass du es mir übel nimmst, dass ich das Theater hingeschmissen habe. Nein, das nehme ich dir doch nicht übel, sondern... Sondern? Sondern was? Dass du deine Liebe hingeschmissen hast. Ich? Ich? Er kommt doch nicht mehr und lässt nichts von sich hören. Kann doch nicht kommen, wenn er ein bisschen Stolz hat. In der Liebe gibt es keinen Stolz. Bis jetzt habe ich mit den Männern immer gemacht, was ich wollen habe. Bei ihm aber halt nicht. Mir scheint, du liebst ihn. Mir ist schon früher mal so etwas aufgefallen. Sag, liebst du ihn? Ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Aber natürlich liebst du ihn und er dich vielleicht auch. Wer weiß, was hinter meinem Rücken alles vorgefallen ist. Dann geh doch zu ihm, bitte! Ja, Milli, ich gehe auch zu ihm. Dann geh nur, geh, ich schenke dir! Ich schenke dir! Ja? Guten Abend, Herr Doktor. Herr Fräulein Liesel, schickt ihr die Milli zu mir? Nein, ich komme auf eigene Faust. So, bitte nehmen Sie doch Platz. Nun? Lieben Sie die Milli noch? Frau Liesel, das ist eine merkwürdige Frage, so rundheraus. Sie sollen mir auch so rundheraus antworten. Es ist sehr wichtig. Es hängt viel davon ab. Was? Eine ganze Menge. Bitte beantworten Sie mir meine Frage. Frau Liesel, da möchte ich Sie eigentlich erst fragen, lebt die Milli noch nicht? Sie hat mich brüskiert, blamiert. Und seit 8 Tagen warte ich vergebens auf ein Lebenszeichen von mir. Und Sie auf eines von Ihnen. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Ich glaube, Sie haben mir meine Frage schon beantwortet. Und nun kann ich auch Ihre beantworten. Ja, die Milli liebt Sie noch. Ist das sicher? Wo ist die Milli jetzt? Wahrscheinlich schon im Burgundischen Kreuz. Sie singt ja heute Abend dort. Da fahre ich zu ihr, da fahre ich sofort zu ihr. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie gekommen sind. Es ist gern geschehen, Herr Doktor. Was haben Sie denn? Gar nichts. Was soll ich denn haben? Na, Sie sind ja so ernst. Ja? Vielleicht, weil ich heute nach Hause fahren muss. Ach so, Sie fahren schon weg. Na, wie hat es Ihnen in Wien gefallen? Und man lernt eine ganze Menge in einer Großstadt. Runterschlucken lernt man auch in einer Großstadt. Aber Liesel, Kind, was ist denn? Was ist denn los? Nichts, Herr Doktor. Wirklich nicht. Ich bin so nervös. Ich möchte so gerne, dass zwischen Ihnen und der Milli alles wieder in Ordnung kommt. Ja, das kommt in Ordnung, da sind Sie ganz sicher. Das kommt in Ordnung. Ich fahre sofort zu ihr. Wollen Sie vielleicht mitfahren? Ja, ich fahre mit. Dann kommt sie. Herein. Also, Milli, jetzt komme ich dran mit meinem Eilifterl. Die Nächste bist du. Ja, ich weiß. Das wird was werden, ja. Was? Wenn du heute kommen wirst mit deinem Fiaker mal. Ja, das wird was werden. Ach, Betty, mir ist alles so zuwider. Okay, Milli. Aber ja, herein. Ja. Herr Doktor Zögel. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gefühlt. Wenn er ausgetrotzt hat, kommt er wieder, der schlechte Mensch der Liebe. Oh, Bertel, ich will ja nur, dass du mich lieb hast, sonst nichts. Milli, die Liesel hat uns schon in den Brautstand versetzt, wie noch gar nichts dran war. Aber jetzt bitte ich dich,
werde meine Frau. Geh, sag das noch einmal. Bitte, Millie, werde jetzt wirklich meine Frau. Und noch einmal, weil alle guten Dinge drei sind. Meine Frau sollst du werden, du narrische Urschel, du. Warte mal, Luise, kommt herein, ich habe euch eine sensationelle Mitteilung zu machen. Da wird's aber schauen. Wenn's mein Liefter wedelt, nein! Wenn's mein Liefter liefert, nein! Wenn's mein Liefter meier, nein, nein, nein! Wenn's mein Liefter wedelt! Wir gratulieren dem Mädchen. Uns alle ja riesig freut. Ja, na das ja. Millie, gratuliere. Soll man das gleich verkünden? Das wird ja ein Riesenaufsehen werden. Nein, bitte heute nicht. Das hat ja Zeit, bis die Millie zum letzten Mal auftritt. Ja, das hat ja Zeit, bis... Zum letzten Mal? Naja, an deinem Abschiedsabend wird das der beste Abschluss sein. Abschiedsabend? Abschluss? Was erstaunt dich denn so dran? Was ich soll? Na, ist das nicht selbstverständlich, wenn du meine Frau wirst? Ich soll weg vom Brettl? Ja, aber Millie, du hast doch vorhin selbst gesagt, du willst nichts mehr, als nur von mir geliebt werden. Aber warum ist denn da nicht möglich, dass ich trotzdem... Was, meine Frau? Auf dem Brettl da in der Walhalla? In dem Aufzug? Honigberger, du bleibst! Da strecken's die Tröpferl! Äpfel, Köpfe, die Köpferl, die Töpferl, die Köpferl, die der Meilen. Was hätte ich denn so zu tun, den ganzen Tag auf deine Frau Gemahlin? Speisezettel machen, zur Friseuse gehen, Filetsticker reinsticken, auf den Herrn Gemahl warten und ihm entgegenhüpfen, wenn er abends nach Hause kommt. Miri. Als gnädige Frau Dr. Zögel muss ich mich natürlich wie eine gnädige Frau benehmen. Recht hochgestochen, recht fein und zum Gott erbarmen langweilig. Und schließlich ist aus der Fiakermilie eine Frau Dr. Zögel geworden, so wie sich der Herr Dr. Zögel vorgestellt hat. Beleibt asthmatisch, aber folgsam. Nie, nie mehr möchte ich sagen. Bertel, ich hab dich lieb. Ich hab dich wirklich lieb. Wir brauchen nicht zu heiraten, wenn die Fiakermilie nicht deine Frau sein kann. Aber die Fiakermilie muss ich bleiben, denn dazu bin ich auf der Welt. Dass du die Fiakermilie bist, das schätze ich gerade am wenigsten an dir. Danke! Dann raus aus der Tür und aus meinem Herzen. Komm erst wieder, wenn du die Fiakermilie nimmst, so wie sie ist. Man hat schon ein Kreuz mit euch beiden. Solche Dickschädel alle zwei. Glauben Sie nicht, Herr Doktor, dass ein Glück gleich zerstört werden kann im Zorn? Hm? Wollen wir mal drüber nachdenken? Der gescheite Herr Doktor aus Wien, das dumme Mädel aus der Provinz. Hm? Na, wein doch nicht, Millie. Das hat doch gar keinen Sinn. Schau, vielleicht verdient er deine Liebe gar nicht. Aber dann auch frag doch die Liebe nicht, Honigberger. Schau, da hast du vollkommen recht. Danach fragt die Liebe nicht. Es ist schon so, sagt er, mit der Liebe, sagt er. Dem einen fliegt's zu, sagt er, dem anderen ist trieb, sagt er. Der sitzt im Winkel, sagt er, armselig und stumm, sagt er. Und bleibt verlassen. Und einsam und fürchterlich dumm. Ach, Honigberger, ich hab ja nicht gewusst, dass ich die Heimliche bin. Millie, ich bin halt ein verschämter Armer, weißt du. So einer verhungert lieber, bevor er bettelt. Aber bist mir nicht böse, Honigberger, gell? Los, 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 Millie, los. Du kommst dran. Ja, ja. Die Leute haben gejohlt, wie ich dich angemeldet. Ich mag halt nicht und ich kann halt nicht. Was heißt, ich mag halt nicht, ich kann halt nicht, was heißt denn das? Dass dein Glück aufgeben in der Fiakermilie und dann auf einmal die Fiakermilie nicht mehr sein wollen? Ich kann nicht. Was denn, ich kann nicht, was heißt denn? Lass ihn raus, auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ich bin ja so verliebt, ich könnte.
Noch geht's ein Wort, so werden's doch tanzen können. Das kann doch jeder. Wollen wir's probieren? Probieren wir's. Ja, bitte. Also, lass es auf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nee, rupfen. Schleifen. Eins, zwei, drei. Ich hab ja doch gesagt, sie soll nicht rupfen. Schleifen, schleifen. Verzeihung, Sie sind ein gütiges Mädchen. Ja. Mich hier herausholen lassen. Oh, Christian, Milli. Ja, du hast mir eine Botschaft geschickt, dass ich heute nicht auf dich warten soll. Ja. Ja, aber wir haben doch vorhin ausgemacht, dass wir uns in zwei Jahren im Europa treffen werden. Ja, aber ich habe mir's überlegt. Ja, sag einmal, warum bist du denn so gereizt? Gestern warst du noch. Zwischen gestern und heute liegt ein Tag und eine Nacht. Und was ist denn geschehen an diesem Tag und dieser Nacht? Nichts. Fast nichts. Aber jedenfalls genug, dass ich genug habe. Soll das heißen? Ja. Ja, aber Milli, du kannst mir doch nicht so ohne weiteres den Abschied geben. Warum kann ich das nicht, wenn ich will? Gestern habe ich noch ohne weiteres gesagt, vielleicht. Heute sage ich ohne weiteres nein. Also, servus. Ja, schau, Edgar. Ja. Bist du auch da? Was ist? Kommst du nicht herein zu uns? Nein, ich kann nicht. Ich bin im Dienst. Oh, das verlorene Paradies, was? Tja, das verlorene Paradies. Sehen Sie, so wurde ich also nach Wien verschlagen. Ach, also Sie sind ein verschlagener Dichter. Ach, ist das traurig. Ja, da kann man schon denken, dass es Ihnen nicht gut geht. Wenn ich nun jemanden hätte, der ein gutes Wort für mich einlegen würde, beim Theater, wissen Sie, dann könnte ich vielleicht als Dramaturg unterkommen oder so. Passen Sie auf. Ich werde bei der Milli ein gutes Wort für Sie einlegen. Und die Milli kann ein gutes Wort für Sie bei einem Theater einlegen. Die kennt ja eine ganze Menge Leute. Sie sind ein sehr gütiges Mädchen. Haben Sie einen Hunger? Immer. Naja, Gott, ein lyrischer Dichter. Gehen wir zum Buffet. Oh, Sie sind ein gütiges Mädchen. Na, Milli? Ich hab Schluss gemacht mit dem Eggern. Schau, Honigberger, ich kann nichts dafür, aber ich hab ihn immer sehen können. Sag, Honigberger, ist denn das möglich? Ich bin ja so schrecklich verliebt in den Chineser, wie der Fürst sagt, von dem ich nicht einmal weiß, wie er heißt. Sag, ist denn das möglich, Honigberger, so geschwind? Bei dir ja, Milli. Bei dir ist alles möglich. Ach, das ist ja schrecklich, aber was soll ich denn machen? Ich bin... Oh, freut daran. Du, das ist nett, das ist ein Schnaderhüpfel. Und was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Schnaderhüpfel ist ein Schnaderhüpfel. Ja. Ein Busserl ist ein gespaßiges Ding. Was ist dann eben schon dran? Man isst es nicht, man trinkt es nicht und hat doch Freude daran. Das klingt nett, wenn du das sagst. Ja, wie geht's denn weiter? Ja. Und wenn der Bohr das Madel halst, halsen. Na, das ist so. Drückt er die Äugeln zu A. Und hier endet der Dichter. Wo soll ein vernünftiger Mensch einen Reim herfinden auf zu A? Na, das kann nicht schwer sein. Weil er es auswendig lang schon kann. Moment. Probiert hat er es ja nur. Ja, fantastisch. Bitte weiter. Wie es weitergeht, das weiß ich nicht. Ja. Doch eins, das weiß ich gewiss, dass wenn Sie schon beim Busseln sind, das Ende nicht fraglich ist. Genial. Bitte herauf, wenn uns jemand sieht. Das macht doch nichts. Wir sind doch miteinander am Dichten, nicht? Und ich muss sagen, ich verstehe dem Wiener Mundart schon großartig. Meister kam, die Mutter, die war Wäscherin. Die zweite war das fescheste Paar.
Vergebung. Ich habe euch sehr beleidigt, Fräulein Amalia. Steh auf, geh. Ich will nichts wissen. Bleib, bleib. Bei Gott, bei dem lieben Gott. Danke. Ihr sollt alles wissen. Ach, sie kriegt's nicht. Sie kriegt's nicht hin. Ist das eine Amalia, sagen Sie, liebst Angina? Nein, das ist keine Babette. Na? Kein... Die Mena muss man zappeln lassen. Gib mir die Jacke. Also ich finde es empörend von dir. So ein fescher, bildschöner Mensch. Husan-Major. Das hat der Pech, Betty, dass dir ausschließlich nur die Männer gefallen, in die ich mich verliebe. Schau, Milli, vielleicht kennst du doch den Grafen Eggern. Vergib mir nicht. Aber es ist ja nur wegen der Husan-Uniform. Sei still, Betty, der Fürstschein ist gleich fertig, dann kommen wir dran. Stellt's paar Liter her, die Maden wollen in Stimmung sein, sonst küssen's nicht so schnell. Kinder, Kinder, trinkt's die Gläser leer, denn ein paar Liter Woche bloß, da trinkt nur ein Kamel. Das wollen wir doch nicht sein, das freut uns vorne rein. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, drum sagen wir alle nein. Immer fidel, fidel, immer fidel. Sind alle Draner und wir ganz speziell. Immer fidel, fidel, voll und roh. Und wie man das macht man so. Liebe, 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 du mit deiner Liebe. Als ob es auf der Welt nichts anderes geben würde als Liebe. Nichts Schöneres bestimmt. Ich habe meinen Beruf und für mich sind die Männer nichts anderes als ein Teil meines Publikums. Aber der Schönere. Betty, 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 du, ich glaube, ich muss auf dich aufpassen. Milli, 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 ich fürchte, du kommst zu spät. Wir haben die Kritik in die Laut gelegt. Aber Milli, du hast es doch gestern selber... Red keinen Unsinn! Wenn wir doch nicht das miserable Zeitloch in die Laut legen. Aber Milli, ich schwöre dir... So eine Infamie, so eine Niedertracht dieser Tintenkleckser. Hör dir das einmal an. Ich hab's eh schon so oft gehört. Ich verstehe gar nicht, dass du den Schmarrn immer wieder liest. Weil ich es nicht für möglich halte, dass das eine über mich schreibt. Da die Burgtheaterpremiere kriegt es uns ein Ring. Weil es drunter und drüber geht. Max und Moritz. Stankina, sie spielen mit ihrem Leben. Sodom und Gomorra, meint der Fürst, der Dreck, oder? Milli, du kommst mir wirklich vor wie ein Osterlämmchen, dem man die Haut über die Ohren zieht und das noch Dankeschön dazu sagt. Herr Honigberger. Herr Dr. Zögel, zwängen Sie die Milli nur in spanische Stiefel. Nehmen Sie die Kraft, Ihre Ursprünglichkeit, Ihre Natur. Nehmen Sie das Letzte, was sie noch hat, Ihren berühmten Namen. Wir werden ja sehen, was von ihr übrig bleibt, ne? Milli, glaubst du, dass ich es schlecht mit dir meine? Nein, Bertel. Kinder, ich bin nicht so gescheit, dass ich weiß, wem ich recht geben soll. Ich muss da mein Herz sprechen lassen und das gehört heute ihm. Sagina, Herr Rektor, geben Sie es auch auf. Ich gebe auf. Danke schön für deine Einladung, Milli. Ganz auf Großseite, gell? In Frack und Toilette, sämtlich, Bertel. So, also heute wollen wir lustig sein, ja? Sehr lustig. Morgen haben wir vielleicht keinen Grund mehr dazu. Ach, Milli. Aber davon wollen wir heute nicht reden. Nicht von der morgigen Premiere, nicht von der Rolle und nicht von der Mansfeld. Sie soll ja übrigens mächtig ziehen, habe ich gehört. Milli. Du wolltest doch... Richtig, gar nicht mehr dran denken. Bertel,
Ich hab dich lieb. Ich kann nicht leben ohne dich. Es ist eigentlich vernichtend, wie schnell das Publikum vergisst. Zotti Mansfeld den Zulauf. Du wirst ihn genauso haben, Millie. Ich oder die Turecek? Millie, was hast du denn plötzlich? Gott, ich bin heute ein bisschen nervös. Das ist ja begreiflich. Du wolltest doch heute lustig sein. Lustig. Ich gebe mir ja alle Mühe, aber wie kann ich denn lustig sein mit der würgenden Angst vor morgen? Mit dem Gefühl, dass die Fiakermilie ausgelöscht ist, auf ewig verschwunden und die Mansfeld triumphiert. Ach, küss mich, Bertel. Halt mich fest und küss mich. Millie, um Gottes Willen. Küss mich und hab mich lieb, damit ich weiß, warum ich das alles tue. Hör mal, Bertel, wie mir das Herz klopft. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch sehr lieb, Millie. Die anderen kennen dich gar nicht so. Die sind jetzt schon alle ganz böse auf dich. Aber du bist das doch nicht, etwa? Oh nein, nur... Nur? Schau, die vielen schönen Blumen, die es mir alle zur Premiere geschickt haben. Das ist vom Baron Magneta und der Riesenkorb ist von der Fürstin. Na, du weißt schon, diese... Soll ich's denn runterführen? Es ist eh nichts mehr zu machen. Schade. Herein! Ach, Millie, ich bin so aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, ich bin schon wie im Traum. Millie, komm, trink schnell einen Cognac. Also alle reden schon mit mir wie mit einer Kranken und deine Stimmung ist wie bei einer Leiche. Es wird schon gut gehen. Der Dr. Zögel hat mir gesagt, dass das sehr gut sein wird. Der Dr. Zögel kann sich auch einmal irren. Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Du hältst ja eine ganze Menge von ihm, was? Ja. So? Ja, wir sind neulich miteinander spazieren gegangen und hat er mir genau erklärt, was er alles aus dir machen wird. Ach. Ihr seid miteinander spazieren gegangen? Davon hat er mir ja gar nichts erzählt. Na komm, Betty. Frisieren! Ein freies Leben führen wir. Ein Leben voller Wonne. Aus, das ist gar nicht. Jetzt muss der Chor nicht richtig hin. Wild müsst ihr sein. Räuberischer. Versteht ihr? Ihr seid ein Jungfernbund, aber keine Gurkenabschneider. Pass auf, aber so. Ein freies Leben führen wir. Freie Räuber sind freie Menschen, wenn sie nicht gerade sitzen. Also nochmal, Schlagina, singen Sie mit, dass mehr wie ein Chor klingt. Vor! Er ist unser Nachbar hier, bei seinem Kind hantieren wir, der Hund ist unsere Freude. Ja, so scheußlich muss das klingen. Ist das die einzige Klangschnummer, die ich in der Komödie hab? Also nehmt euch zusammen, nochmal. Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller. Ja, so wild, wie der Stangina, großartig Stangina. Ja, eine große Idee. Sie machen mit, sehen Sie um als Räuber. Aber Herr Denker, ich bin doch schon in Krack und Klack. Was? In Krack und Klack? Umziehen, habe ich gesagt, vorwärts. Einen musst du wissen, so was ich in der Dramaturg engagiert habe. Also, vorwärts, auf die Plätze! Also, Plätze! Ist euch auch wohl, mein Vater? Ihr seht so blass. Ich danke dir schön für deinen Streusel, Honigberger. Okay. Ist doch nicht der Rede wert. Hast du viel schönere Blumen da. Vielleicht freut's mich am meisten. Naja. Betty, ja? Geh du in ein Wasserglas und stell mir's her. Ja. Die Vorstellung hat nämlich schon angefangen. Also Mut, nur Mut. Gut. Mut hätte ich schon, aber sag mir nur, Honigberger. Was denn? Was mache ich, wenn ich durchfall? Okay. Die Fiakermilie ist noch nie durchgefallen. Du, ich glaube, das würde ich nicht ertragen. Aber Millie, wie kannst du an so etwas auch nur denken? Immer muss ich dran denken. Ach. Immer muss ich aber dran denken. Millie, und an die Mansfeld. Auch an sie muss ich immer denken. Glaubst du, Honigberger, dass wir beide nebeneinander, ich meine, was? Glaubst du, dass wir beide nebeneinander... Nein, bitte heute nicht, das hat ja Zeit. Bis die Millie zum letzten Mal auftritt. Ja, das hat ja Zeit bis zum letzten Mal. Naja, an deinem Abschiedsabend wird das der beste Abschluss sein. Abschiedsabend? Abschluss? Was erstaunt dich denn so dran? Was ich soll? Na, ist das nicht selbstverständlich, wenn du meine Frau wirst? Ich soll weg vom Brettl? Ja, aber Millie, du hast doch vorhin selbst gesagt, du willst nichts mehr, als nur von mir geliebt werden. Aber warum ist denn da nicht möglich, dass ich trotzdem... Was, meine Frau? Auf dem Brettl da in der Walhalla? In dem Aufzug? Honigberger, du bleibst!
da strecken's die Tröpferl. Die Köpferl, die Töpferl, die Schöpferl, die der Meilis. Was hätte ich denn so zu tun den ganzen Tag auf deine Frau Gemahlin? Speisezettel machen, zur Friseuse gehen, Filetstickerei sticken, auf den Herrn Gemahl warten und ihm entgegenhüpfen, wenn er abends nach Hause kommt. Miri. Als gnädige Frau Dr. Zögel muss ich mich natürlich wie eine gnädige Frau benehmen. Recht hochgestochen, recht fein und zum Gott erbarmen langweilig. Und schließlich ist aus der Fiakermilie eine Frau Dr. Zögel geworden, so wie sich der Herr Dr. Zögel vorgestellt hat. Beleibt asthmatisch, aber folgsam. Nie, nie mehr möchte ich sagen. Bertel, ich hab dich lieb. Ich hab dich wirklich lieb. Wir brauchen nicht zu heiraten, wenn die Fiakermilie nicht deine Frau sein kann. Aber die Fiakermilie muss ich bleiben, denn dazu bin ich auf der Welt. Dass du die Fiakermilie bist, das schätze ich gerade am wenigsten an dir. Danke. Dann raus aus der Tür und aus meinem Herzen. Komm erst wieder, wenn du die Fiakermilie nimmst, so wie sie ist. Man hat schon ein Kreuz mit euch beiden. Solche Dickschädel alle zwei. Glauben Sie nicht, Herr Doktor, dass ein Glück gleich zerstört werden kann im Zorn? Wollen wir mal drüber nachdenken? Der gescheite Herr Doktor aus Wien, das dumme Mädel aus der Provinz. Na, wein doch nicht, Nili. Das hat doch gar keinen Sinn. Schau, vielleicht verdient er deine Liebe gar nicht. Aber dann auch, frag doch die Liebe nicht, Honigberger. Schau doch, da hast du vollkommen recht. Danach fragt die Liebe nicht. Es ist schon so, sagt er, mit der Liebe, sagt er. Dem einen fliegt's zu, sagt er, dem anderen ist trieb, sagt er. Der sitzt im Winkel, sagt er, armselig und stumm, sagt er. Und bleibt verlassen. Und einsam und fürchterlich dumm. Ach, Honigberger, ich hab ja nicht... Ach so, Sie fahren schon weg. Na, wie hat's Ihnen in Wien gefallen? Und man lernt eine ganze Menge in einer Großstadt. Runterschlucken lernt man auch in einer Großstadt. Aber Liesl, Kind, was ist denn? Was ist denn los? Nichts, Herr Doktor. Wirklich nicht. Ich bin so nervös. Ich möchte so gerne, dass zwischen Ihnen und der Milli alles wieder in Ordnung kommt. Ja, das kommt in Ordnung, da sind Sie ganz sicher. Das kommt in Ordnung. Ich fahre sofort zu ihr. Wollen Sie vielleicht mitfahren? Ja, ich fahre mit. Dann kommt sie. Herein. Also, Milli, jetzt komme ich dran mit deinem Eilifterl. Die Nächste bist du. Ja, ich weiß. Das wird was werden, ja. Was? Wenn du heute kommen wirst mit deinem Fiaker mal. Ja, das wird was werden. Ach, Betty, mir ist alles so zuwider. Okay, Milli. Aber ja, herein. Ja. Herr Dr. Zögel, ich hab's ja gewusst, ich hab's ja gefühlt. Wenn er ausgetrotzt hat, kommt er wieder, der schlechte Mensch der Liebe. Bertel, ich will ja nur, dass du mich lieb hast, sonst nichts. Milli, die Liesl hat uns schon in den Brautstand versetzt, wie noch gar nichts dran war. Aber jetzt bitte ich dich, werde meine Frau. Geh, sag das noch einmal. Bitte, Milli, werde jetzt wirklich meine Frau. Und noch einmal, weil alle guten Dinge drei sind. Meine Frau sollst du werden, du narrische Urschel, du. Warte mal, Luise, kommt herein. Ich habe euch eine sensationelle Mitteilung zu machen. Da wird's aber schauen. Wenn's mein Lifter wedelt, nein. Wenn's mein Lifter lieftert, nein. Wenn's mehr Liefter Meier, nein, nein, nein. Wenn's mein Liefter weh. Wir gratulieren damit. Uns alle ja riesig freuen. Ja, na das, ja. Milli, gratuliere. Soll man das gleich verkünden? Das wird ja ein Riesenaufsehen werden. Nein, bitte heute nicht. Das hat ja Zeit, bis die Milli zum letzten Mal auftritt. Ja, das hat ja Zeit bis zum letzten Mal? Naja, an deinem Abschiedsabend wird das der beste Abschluss sein. Abschiedsabend? Abschluss? Was erstaunt dich denn so dran? Was ich soll? Na, ist das nicht selbstverständlich, wenn du meine Frau wirst? Ich soll weg vom Brettl? Ja, aber Milli, du hast doch vorhin selbst gesagt, du willst nichts mehr, als nur von mir geliebt werden. Aber warum ist denn da nicht möglich, dass ich trotzdem... Was, meine Frau? Auf dem Brettl da in der Walhalla? In dem Aufzug? Honigberger, du bleibst!
da strecken's die Tröpferl. Äpfel, die Köpferl, die Töpferl, die Schöpferl, die der Meilis. Was hätte ich denn so zu tun den ganzen Tag auf deine Frau Gemahlin? Speisezettel machen, zur Friseuse gehen, Filetsticker reinsticken, auf den Herrn Gemahl warten und ihm entgegenhüpfen, wenn er abends nach Hause kommt. Miriam. Als gnädige Frau Dr. Zöge. Die werden doch selten geliebt, ne? Und jetzt trinken wir einen Kaffee. Komm schon. Ja, Herr Doktor, das ist gemacht. Die Fiakermilie spielt bei mir Komödie. Sehr schön. Und ich habe mir gedacht... Oh, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Die Fiakermilie auf einer Bühne, das ist ein Bombengeschäft. Ja, ja, ich meine nur wegen des Stückes. Oh, Stücke haben wir genug. Ich denke da, Liebe und Weh am Wörthersee, ne? Herr Doktor. Nein, wir verstehen uns nicht ganz, Herr Direktor. Ich habe an einen Klassiker gedacht. Ein Klassiker? Ja, und zwar wäre für den Anfang das beste Schillers Räuber. Was, die Räuber von Schiller? Bei mir? Von Schiller die Räuber? Naja, die Amalie ist doch eine etwas passive Rolle und da könnte sich die Millie am besten an die Bühne gewöhnen. Herrlich! War immer mein Herzenswunsch, Klassiker zu spielen. Nichts als Klassiker. Goethe, Schiller und dann diesen Lessinger und dann diesen, wie heißt der da? Dieser Klopstock, mit dem, mein Dramaturg da, der ist aus einem Land, wo die Klassiker alle geboren werden. Stagina, sofort werden die Rollen verteilt. Schillers Räuber von Schiller. Ja, wir werden es dem Burgtheater schon zeigen. Stagina, sie gehen sofort hin und den Prater und fangen die verdächtigsten Individuen zusammen. In die Hauptrolle, in die Kreau, wo sie wollen. Individuen. Individuen, ich weiß nicht so. Oder soll es vielleicht ein anderer Klassiker sein? Egmont von dem Dings da, oder die Jungfrau. Herr Doktor, ich lege eine Jungfrau hin, das soll ich nur so stamm. Nein, ich glaube, ich bleibe schon von Anfang am besten bei Schillers Räuber. Gut, bleib bei der Räuber. Ja, so eine Räubergeschichte ist immer das Interessanteste für mein Publikum. Ja, und überhaupt die Räuber mit der Fiakermilie in der Titelrolle. Das ist eine direkte Aqua, wie heißt das? Akquisition. Ja, eine Akquisituation. Da sind wir uns ja vorläufig einig. Jawohl, Herr Doktor. Herr Direktor, auf Wiedersehen. Wiedersehen, meine Verehrten. Auf Wiedersehen, Herr Stangina. Herr Doktor. Stangina, sofort eine Notiz in die Zeitung. Herr Direktor Johann Fürst hat sich entschlossen, in seinem allseits beliebten Fürsttheater auch Klassiker zu spielen. Als erster Klassiker erscheint auf dieser Bühne die Räuber von Johann Wolfgang Schiller. Von Friedrich von Schiller. Da schreiben Sie ruhig Schiller. Wie der mit Vornamen heißt, das weiß doch jedes Kind. Ah, was beschuldigt der Alte da? Das hat dich gestört, wäre eine wichtige Konferenz für den dein Stück. Ah. Ja, Charlie, ich wollte gerade zu dir. Na, was ist mit dem Stück? Ist die Bombenrolle für mich schon endlich fertig? Der dritte Akt fehlt noch. Aber weißt du, wir spielen es ja vorläufig gar nicht. Wir spielen die Räuber. Von Maria Kulm? Ja. Nein. Nein. Von Schiller? Ja. Ja, da spiele natürlich die Amalia, ne? Nein, Schätzchen, die Amalia spielst du nicht. Ich kann dir das hier nicht so schnell erklären. Weißt du, Schätzchen? So. Dann, Schätzchen, gehst du augenblicklich da hinein und diktierst dem Stangina das neue Stück mit der Bombenrolle für mich. Ich werde so lange hier sitzen bleiben, bis der Akt fertig ist. Verstanden, Schätzchen? Jawohl, Schätzchen. Stangina, setz dich nieder und schreiben Sie. Jawohl, Herr Direktor. Also, wir waren gerade bei der Szene, wo der heute Invalide, der Pongratz, vor dem Denkmal des Herrn Generalfeldmarschall Radetzky sitzt. Also, der Pongratz sitzt und ist schwer besoffen. Nein, schreiben Sie lieber, volltrunken. Pongratz sitzt volltrunken auf dem Postamental. Es schneit. Das geht nicht. Was geht nicht? Es kann nicht schneien. Warum kannst du schneien? Der vorige Akt spielt im Sommer. Na und? Zwischen den beiden Akten sind nur 8 Tage vergangen. Ach, Sie mit Ihrer... Na, das Gläser! Es lebe das Leben, es lebe der Leichtsinn, es lebe die Liebe. Und jetzt wird's besch, jetzt wird's resch, gleich wird's sehen, gleich wird's gehen. Jetzt wird's süß, geht in Fürs, geht in Fürs, es geht in Fürs. Liebe. Wunderbar. Das ist Musik.
Blühner nicht? Nee, ich bin aus Berlin. Ach. Aber Sie müssen deswegen nicht gleich schlecht von mir denken. Aber nein, im Gegenteil. Die Berliner sind bestimmt auch sehr nette Menschen. Und Sie sind ein gütiges Mädchen. Wollen wir nicht auch tanzen? Ein Walzer? Oh ja, gern. Immer. Ja, nur ich kann nicht tanzen. Noch geht's ein Walzer, wärst du tanzen können. Das kann doch jeder. Wollen wir's probieren? Probieren wir's. Ja, bitte. Also, lass es auf. Eins, zwei, drei. Nee, trug. Ich hab gesagt, sie soll nicht rupfen. Schleif, du schleif. Sie sind ein gütiges Mädchen. Ja. Warum hast du mich hier heraufholen lassen? Oh, Güsse, Anneli. Ja, du hast mir eine Botschaft geschickt, dass ich heute nicht auf dich warten soll. Ja. Ja, aber wir haben doch vorhin ausgemacht, dass wir uns um 2 Uhr im Europa treffen werden. Ja, aber ich habe mir's überlegt. Ja, sag einmal, warum bist du denn so gereizt? Gestern warst du noch... Zwischen gestern und heute liegt ein Tag und eine Nacht. Und was ist denn geschehen an diesem... Auch gleich verabschieden, bitte. Sehen wir uns heute Abend? Ja, gern, Milli. Also dann bis abends. Ich bin gleich wieder da, Liesl. Ja. Sie sind heute zum ersten Mal in Wien, ja? Ja. Sonst leben Sie in Salzburg? Ja. Die Milli ist die Schwester von meinem Vater. Ah, okay. Dass sie gar nichts geschrieben hat von ihrer Verlobung. Sie schreibt ja nicht sehr viel, aber das... So hat sie gar nichts geschrieben, ne? Nicht ein Wort. Sie kennen sich doch sicher schon sehr lange. Nur so gar so lange eigentlich auch noch nicht, ne? Also eine kurze Verlobung. Ja, das war eine sehr, sehr kurze Verlobung. Ist direkt über Nacht gekommen. Liebe auf den ersten Blick. Ja. Oh ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also dann, auf Wiedersehen, fein Liesl. Auf Wiedersehen. Also ich schwöre dir, ich habe nur aus Mitleid mit heraufgenommen, weil er deine Protektion haben will. Na, Stankina, sag du doch, sagen Sie doch, dass das wahr ist. Tatsache, liebe Dame, Tatsache. Aber ich habe ja nichts dagegen. Nur Männerbesuche gibt es jetzt vorläufig nicht. Was soll denn Salzburg von uns denken? So Salzburg? Ja, die Liesl ist doch soeben eingedrudelt. Geh bitte, mach ihr Fremdenzimmer zurecht. Ja, ja, gleich. Verzeihung, darf ich mich vorstellen? Hugo Wilhelm Stankina, Berlin, lyrischer Dichter. Ja, da kann man nichts machen. Was treibst du denn da? Ach, Milli, ich möchte so gern so ausschauen wie du. Also, weißt du, wenn ich so angezogen wäre wie du, könnte ich auch nicht so ausschauen. Sag mal, wer hat dir denn dieses Hosel ausgesucht? Das ist ein Weihnachtsgeschenk von meinem Herrn Taufpaten. Ja, der muss es ja wissen. Und das Leiberl, Himmeldonnerwetter, Mädel, du hast doch eine Figur zum Anbeißen. Beine wie ein Reh, die kann man doch nicht in solche Ofen reinstecken. Sag einmal, wozu hast du denn so ein reizendes Dekolleté, wenn du es vor allen Blicken versperrst, hm? Du sag, Liesl, bist du auch so gern eine Frau wie ich? Also ich danke dem Herrgott jeden Tag dafür, dass ich ein Weib bin. Aber das verstehst du ja noch nicht. Oh ja, Milli, du bist ganz anders als alle anderen Frauen. Deshalb hast du auch so einen schönen Bräutigam. Geh ja endlich auf damit. Sag, was sprichst du denn überhaupt immer so viel von meinem Bräutigam? Weil ich auch einmal so einen Bräutigam haben möchte. Du bist ja noch so jung, Liesl. Das wird schon noch kommen. Du bist ja noch so herrlich jung. Er gibt keine Ruhe. Nein, er gibt keine Ruhe. Dieser Schmierding muss weiterschmieren über uns, über mich. Dieser Zöge, dieser Herr Doktor Zöge, der soll bei seinem Burgtheater bleiben. Was will er denn überhaupt von uns? Von mir kann er höchstens eine Ohrfeige bekommen, aber die wird dann heroisch sein. Dafür garantiere ich. Jetzt hat dieser Dinkelkleckser ohne dich schon eine Kritik über uns geschrieben. Was treibt diesen Burschen dazu, jetzt noch ein ganzes Feuilleton über uns zu schreiben? Bitte, Betty. Die Wiener Volksmusik und deren Interpreten. Interpreten, da habe ich schon gefressen. Was treibt diesen Käse? Alles mitsingen, bitte ich mir aus. Hoppla, hoppla, jetzt geht's los. Lachen, leben, lieben, so steht es geschrieben. Und so soll es immer, immer sein. Lasst euch doch verführen, braucht euch nicht genieren. Darum mitten ins Vergnügen rein. Hinein, 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 hinein. Das Leben ist zum Leben da. Hab ich recht, ja, ja. Hab ich recht. Ja, ja. Dazu sind wir doch eben da. Hab ich recht, ja, ja. Ich hab recht. Ja, ja. Heut ist heut, heut ist heut. Heut ist heut. Heut ist heut.
Hat's nicht geläutet? Vielleicht der Briefträger. Aber jetzt Abend sein, bitte weiter. Froh sind, den kennt er nicht, was gerade ist die Welt. Was ist denn los, Betty? Ist wer kommen? Nein, Millie. Du, es wird Zeit. Du musst dich fertig machen, gell? Ach, ich mag nicht mehr probieren. Sag einmal, Honigberger, kannst du verstehen, dass ein Mann... Was? Ach, nix. Ist denn wirklich so schwer? Was denn? Nix. Ein feiner Diskurs, den wir da führen. Übrigens wird sowieso bald Zeit, dass wir ins Burgundische Kreuz fahren. Na, dass wir den aufsehen werden, was? Die Fiakermilli tritt das erste Mal wieder auf. Noch dazu an einem Abend mit der Mansfeld. Werden sehr viele Leute da sein. Glaubst du, wird er auch kommen? Wer? Ach, niemand. Also ich gehe jetzt und hole dich in einer halben Stunde wieder ab, ja? Servus, Honigberger. Servus. Sie gehen schon, Herr Honigberger. Ich bin gleich wieder da. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Milli? Ja? Ich habe meine Sachen gepackt. Ich glaube, ich fahre heute mit dem Nachtzug nach Hause. Ach, du willst schon weg? Ja, ich glaube, es ist besser so. Na ja, sonderlich lustig ist es ja bei mir nimmer. Aber nicht deshalb, aber... Aber? Ach, nichts. Ach, nichts, ach, nichts. In diesem Haus spricht keiner mehr aus, was er sich denkt. Du läufst auch schon mit einem tief beleidigten Gesicht herum. Sag doch endlich, dass du es mir übel nimmst, dass ich das Theater hingeschmissen habe. Aber nein, das nehme ich dir doch nicht übel, sondern... Sondern? Sondern was? Dass du deine Liebe hingeschmissen hast. Ach, ich? Ich? Er kommt doch nicht mehr und lässt nichts von... Die ich mich verliebe. Schau, Millie, vielleicht kennst du doch den Grafen Eggern. Ah, aber sie ist ja nur wegen der Husaren-Uniform. Sei still, Betty, der Fürstschan ist gleich fertig, dann kommen wir dran. Breiterl, Weinderl, stellt's paar Liter her. Die Mahnen wollen in Stimmung sein, sonst küssen's nicht so schnell. Kinder, Schwinder, trinkst die Gläser leer.
denn einmal in der Woche bloß, da trinkt nur ein Kamel. Das wollen wir doch nicht sein, das freut uns vorne rein. Honigberger, du bleibst. Da strecken's die Tröpferl. Äpfel, Köpfe, die Köpferl, die Töpferl, die Schöpferl, die der Leilis. Was denn so zu tun, den ganzen Tag auf deine Frau Gemahlin? Speisezettel machen, zur Friseuse gehen, Filetstickerei sticken, auf den Herrn Gemahl warten und ihm entgegenhüpfen, wenn er abends nach Hause kommt. Mir. Als gnädige Frau Dr. Zögel muss ich mich natürlich wie eine gnädige Frau benehmen. Recht hochgestochen, recht fein und zum Gott erbarmen langweilig. Und schließlich ist aus der Fiakermilie eine Frau Dr. Zögel geworden, so wie sich der Herr Dr. Zögel vorgestellt hat. Beleibt asthmatisch, aber folgsam. Nie, nie mehr möchte ich sagen. Bertel. Ich hab dich lieb. Ich hab dich wirklich lieb. Wir brauchen nicht zu heiraten, wenn die Fiakermilie nicht deine Frau sein kann. Aber die Fiakermilie muss ich bleiben, denn dazu bin ich auf der Welt. Dass du die Fiakermilie bist, das schätze ich gerade am wenigsten an dir. Dann geh! Dann raus aus der Tür und aus meinem Herzen! Komm erst wieder, wenn du die Fiakermilie nimmst, so wie sie ist! Man hat schon ein Kreuz mit euch beiden. Solche Dickschädel alle zwei. Glauben Sie nicht, Herr Doktor, dass ein Glück gleich zerstört werden kann im Zorn? Wollen wir mal drüber nachdenken? Der gescheite Herr Doktor aus Wien, das dumme Mädel aus der Provinz. Na, wein doch nicht, Nili. Das hat doch gar keinen Sinn. Schau, vielleicht, vielleicht verdient er deine Liebe gar nicht. Aber dann auch frag doch die Liebe nicht, Honigberger. Schau, da hast du vollkommen recht. Danach fragt die Liebe nicht. Sie ist schon so, sagt er, mit der Liebe, sagt er. Dem einen fliegt's zu, sagt er, dem anderen ist trieb, sagt er. Der sitzt im Winkel, sagt er, armselig und stumm, sagt er. Und bleibt verlassen. Und einsam und fürchterlich dumm. Ach, Honigberger, ich hab ja nicht gewusst, dass ich die Heimliche bin. Milli, ich bin halt ein verschämter Armer, weißt du. So einer verhungert lieber, bevor er bettelt. Aber bist mir nicht böse, Honigberger, gell? Los, 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 Milli, los. Du kommst dran. Ja, ja. Die Leute haben gejohlt, wie ich dich angemeldet. Aber ich mag halt nicht und ich kann halt nicht. Was heißt, ich mag halt nicht, ich kann halt nicht, was heißt denn das? Dass dein Glück aufgeben in der Fiakermilli und dann auf einmal die Fiakermilli nicht mehr sein wollen? Ich kann nicht! Was denn, ich kann nicht, was heißt denn? Lass ihn raus, auf geht's! Auf geht's! Doch nicht, etwa? Oh nein, nur... Nur? Schau, die vielen schönen Blumen, die sie mir alle zur Premiere geschickt haben. Das ist vom Baron Magneta und der Riesenkorb ist von der Fürstin. Na, du weißt schon, diese alte Dame mit dem ganz schneeweißen Haar. Und schau, ist das nicht lieb? Das ist von meinen Fiakern. Vergiss uns nicht ganz, Milli. Aber mein sehnlichster Wunsch wäre, dass du sie vergisst. Siehst du? Das ist es wieder, was sie dir alles so übel nehmen. Nein, Milli, schau, ich will doch nur... Ich weiß, ich lese sie auf jedem Theaterzettel. Die Fiakermilli ist ausgelöscht, aber die Mansfeld, die ist da. Aus der Turecek soll ja eine große Schauspielerin werden. Wenn sie es aber nicht wird, Bertel, wenn ich durchfall. Red mir jetzt nicht von solchen Sachen. Es ist besser, wenn ich gehe. Du musst dich konzentrieren. Schmink dich schön, ja, aber nicht so viel rot wie gestern auf der Generalprobe. Du weißt, du spielst jetzt Theater. Bertel! Ja? Ich frag dich jetzt allen Ernstes, was geschieht, wenn ich durchfall? Aber Milli. Hast du mich dann auch noch lieb? Wie kannst du sowas überhaupt nur fragen? Dann ist gut. Seit wann klebt dieser Zettel hier? Ich glaube, vor einer Stunde ist er draufgekommen. Wo ist der Direktor? Mit Schein in seiner Kanzlei. Postbeschild! Melden Sie mich sofort beim Herrn Direktor. Ja, mein Gott, bin ich erschrocken, aber ich kann Sie nicht melden. Ich kann nicht. Er muss für mich zu sprechen sein. Melden Sie mich sofort. Ich kann Sie nicht anmelden beim Direktor, weil er nicht da ist. Ich glaube, er ist auf der Biene. Hier.
hier soll der Direktor sein. Der Direktor ist in seiner Kanzlei. Ja, von da komme ich ja gerade. Ich glaube, die hintere Stiege ist aufgegangen. So, danke. Komm, komm. Wo ist der Direktor? Ach, Gott. Du hast mir die Programme nicht so einfach anbieten, so kreuz und seelenlos. Programmgefällig. Nein, ein Programmer daher. Die Dame wird doch wissen wollen, wer mitspielt. Herr Direktor, so. Herr Direktor! Der Dr. Zögel sucht sie im ganzen Haus. Also der ist wütend. Du, das kann ich mir denken. Wahrscheinlich wegen der roten Zettel. Na klar. Weil, ist er sehr besch? Ja, rasend. Weil, da, oder tut er mir vielleicht ein Leides an. Irgendwo muss er doch stecken zum Teufel! Ich retiriere. Napoleon bei Waterloo hat's auch so gemacht. Herr Direktor! Vorher auf! Ja, soll ich's denn runterführen? Es ist eh nichts mehr zu machen. Schade. Herein! Ach, Milli, ich bin so aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, ich bin schon wie im Traum. Milli, komm, komm, trink schnell einen Cognac. Also, alle reden schon mit mir wie mit einer Kranken und deine Stimmung ist wie bei einer Leiche. Es wird schon gut gehen. Der Dr. Zögel hat mir gesagt, dass das sehr gut sein wird. Der Dr. Zögel kann sich auch einmal irren. Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Das Deutschmeisterblau hat der Vater getragen und waschblau war der Mutter ihr Tuch. Und blau waren sie oft bis zum Kopf und zum Kragen. Ein Wunder, das Blau blieb mein Blut. Du Lieu, du Lieu. Und die Deutschmeister ich habe euch sehr beleidigt, Freund Amalia. Steh auf, geh! Ich will nichts wissen. Halt, bleib! Bei Gott, bei dem lieben Gott. Danke. Ihr sollt alles wissen. Sie kriegt's nicht. Sie kriegt's nicht hin. Ist das eine Amalia, sagen Sie selbst, Angina? Nein, das ist keine Babette. Keine Babamelia. Babamalia, Babamalia. Gehen Sie sofort zur Druckerei. Man soll den Namen Fiakamili doppelt so groß drucken. Wenn der Name nicht wirkt, sind wir verloren. Heilige Fliege, Herr Direktor. Ich weiß ja nicht. Die Szene noch einmal. Es wird schon werden. Tag, Puppe. Grüße Gott, Stange. Gott sei Dank, da bist du ja. Du, ich hab wenig Zeit. Was gibt's heute Schönes? Schäbelsuppen, ein Pris mit Gräste und Palatschinken. Ach, sehr prima, prima. Ja. Gut. Primstens. Bis und für morgen. Da hätte ich gern eine Leberknödelsuppe, ein Hirwartschwanzel mit einem Endiviviensalat und vielleicht als Nachtisch, weißt du, da hätte ich gern vielleicht Marillenknödel. Ja? Ja. Du, ich weiß nicht, Stange, ich glaube immer, du liebst nicht mich, du liebst nur die Wiener Spezialität. Na, du bist doch in Verdacht. Herauf, geh, ja. Ich geh herauf mit den Nussen. Amalia. Unglückseliger, du störst. Sie gehen schon, Herr Honigberger? Ja, ich habe noch eine kleine Besorgung zu machen. Die Milli ist doch jetzt schon viel besser geworden, nicht wahr? Steh auf. Naja, natürlich ist sie noch unfrei, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das wird ja auch das Publikum berücksichtigen. Ihr sollt alles wissen. Blick. Ja. Oh ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also dann, auf Wiedersehen, fein Liesel. Auf Wiedersehen. Also ich schwöre dir, ich habe nur aus Mitleid mit heraufgenommen, weil er deine Protektion haben will. Na, Stangina, sag du doch, sagen Sie doch, dass das wahr ist. Tatsache, liebe Dame, Tatsache. Aber ich habe ja nichts dagegen. Nur Männerbesuche gibt es jetzt vorläufig nicht. Was soll denn Salzburg von uns denken? Wieso Salzburg? Ja, die Liesel ist doch soeben eingedrudelt. Geh bitte ihm auch ihr Fremdenzimmer zurecht. Ja, gleich. Verzeihung, darf ich mich vorstellen? Hugo Wilhelm Stangina, Berlin, lyrischer Dichter. Ja, da kann man nichts machen.
was treibst du denn da? Ach, Milli, ich möchte so gern so ausschauen wie du. Also, weißt du, wenn ich so angezogen wäre wie du, könnte ich auch nicht so ausschauen. Sag mal, wer hat dir denn dieses Hosel ausgesucht? Das ist ein Weihnachtsgeschenk von meinem Herrn Taufpaten. Na, der muss es ja wissen. Und das Leiberl, Himmeldonnerwetter, Mädel, du hast doch eine Figur zum Anbeißen. Beine wie ein Reh, die kann man doch nicht in solche Ofen reinstecken. Sag einmal, wozu hast du denn so ein reizendes Dekolleté, wenn du es vor allen Blicken versperrst, hm? Du sag, Liesl, bist du auch so gern eine Frau wie ich? Also ich danke dem Herrgott jeden Tag dafür, dass ich ein Weib bin. Aber das verstehst du ja noch nicht. Oh ja, Milli, du bist ganz anders als alle anderen Frauen. Deshalb hast du auch so einen schönen Bräutigam. Geh ja endlich auf damit. Sag, was sprichst du denn überhaupt immer so viel von meinem Bräutigam? Weil ich auch einmal so einen Bräutigam haben möchte. Du bist ja noch so jung, Liesl. Das wird schon noch kommen. Du bist ja noch so herrlich jung. Er gibt keine Ruhe. Nein, er gibt keine Ruhe. Dieser Schmierding muss weiterschmieren über uns, über mich. Dieser Zegel, dieser Herr Doktor Zegel, der soll bei seinem Burgtheater bleiben. Was will er denn überhaupt von uns? Von mir kann er höchstens eine Ohrfeige bekommen, aber die wird dann heroisch sein. Dafür garantiere ich. Jetzt hat dieser Dinkenkleckser ohne dich schon eine Kritik über uns geschrieben. Was treibt diesen Burschen dazu, jetzt noch ein ganzes Feuilleton über uns zu schreiben? Bitte, Betty. Die Wiener Volksmusik und deren Interpreten. Interpreten, da habe ich schon gefressen. Was treibt diesen Kerl dazu? Vielleicht sein Gewissen. Was? Ja, Mini, vielleicht sein Gewissen. Unsere Volkssängerei ist auf einem Tiefstand angelangt. Das ist ja der reinste Mist. Der größte Mist, die Frau, bin ich. Denn ich schreibe die Musik dazu und den Text. Betty, ein Heferl! Also, das fällt mir doch, dass dieser Dr. Zegel Schule macht. Dieser Dr. Zögl ist der Einzige, der den Mut hat, uns zu sagen, wie wir sind. Vor allem uns zu sagen, wie wir eigentlich sein sollten. Servus, Willi, servus, Honigberger. Servus, Herr Beck, schaut's mir an. Ja. Willi, wer bin ich? Wer du bist? Na, der Fürst. Honigberger, wer bin ich? Na, der Johann Fürst. Nein, mein Liebling, Beck, wer bin ich? Na, der Herr Johann Fürst. Ihnen, mein Herr. Ja, natürlich. Was hast du denn? Bitte? Bist du mit deinen Gedanken ganz woanders? Ja, ich bin bei dem Brief. Weißt du? Bei welchem Brief? Ne, bei dem Brief, den der Herr dir heute geschrieben hat. Na, hörst du, was geht dich mein Brief erlaubt? Pass auf, wenn ich so, der Inhalt, der eignet sich ganz gut als Text für ein Lied. Pass auf, Moment. Also, ich lad sie zum Souper nicht ein. Ein Don Juan kann jeder sein. Ich wart nicht bei der Tür paar Stunden. Dort zieht's und das ist ungesund. Ich brauch nicht sagen, wie schön sie sind, weil das ein jeder Blinde findet. Ich sag nur schlicht und inniglich, was mach ich jetzt? Ich liebe dich. Du kannst gut. Schön. Ja, gut. Ja, was mach ich jetzt? Manchmal geht's halt furchtbar geschwind. Ja, oh Gott, ich danke schön. Schade, dass keinen Frack anhaben, sonst könnten sie mit hinein. Ja, das ist sehr schade, aber ich hoffe doch, wir sehen uns bald wieder. Da werden sie mich heute suchen müssen, vielleicht bin ich zu finden. Also, auf bald. Ja. Na, Mili, hat's dich schon wieder erwischt, was? Nicht schon wieder, du schlechter Kerl. Du, mir scheint, diesmal hat's mir richtig. Ja? Zum ersten Mal so richtig, richtig kommt. Bernd, Mili, Gott sei Dank, dass Sie endlich kommen. Wir haben heute eine Stimmung wie bei einer Generalsleitung. Ja? Schlaft mir nicht ein. Ihr gehört aufgemischt, ist das na. Ihr gehört aufgefrischt, ist das na. Ihr werdet miteinander anders gleich sein. Es lebe das Leben, es lebe der Leichtsinn, es lebe die Liebe. Und jetzt wird's fesch, jetzt wird's resch, gleich wird's sehen, gleich wird's gehen. Jetzt wird's süß, geht in Fürs, geht in Fürs, es geht in Fürs. Liebe, 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 eins, zwei, drei, vier, tatat, selige Streben, wie mich der Wolf so packt.
leg ich so schwer? Was denn? Nix. Ja, feiner Diskurs, den wir da führen. Übrigens wird sowieso bald Zeit, dass wir ins Burgundische Kreuz fahren. Na, dass wir den aufsehen werden, was? Die Fiakermilie tritt das erste Mal wieder auf. Noch dazu an einem Abend mit der Mansfeld. Werden sehr viele Leute da sein. Glaubst du, wird er auch kommen? Wer? Ach, niemand. Also ich gehe jetzt und hole dich in einer halben Stunde wieder ab, ja? Servus, Honigberger. Servus. Sie gehen schon, Herr Honigberger. Ich bin gleich wieder da. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Milli? Ja? Ich habe meine Sachen gepackt. Ich glaube, ich fahre heute mit dem Nachtzug nach Hause. Ach, du willst schon weg? Ja, ich glaube, es ist besser so. Na ja, sonderlich lustig ist es ja bei mir nimmer. Aber nicht deshalb, aber... Aber? Ach, nichts. Ach, nichts, ach, nichts. In diesem Haus spricht keiner mehr aus, was er sich denkt. Du läufst auch schon mit einem tief beleidigten Gesicht herum. Sag doch endlich, dass du es mir übel nimmst, dass ich das Theater hingeschmissen habe. Aber nein, das nehme ich dir doch nicht übel, sondern... Sondern? Sondern was? Dass du deine Liebe hingeschmissen hast. Ich? Ich? Er kommt doch nicht mehr und lässt nichts von sich hören. Kann doch nicht kommen, wenn er ein bisschen Stolz hat. In der Liebe gibt es keinen Stolz. Bis jetzt habe ich mit den Männern immer gemacht, was ich wollen habe. Bei ihm aber halt nicht. Mir scheint, du liebst ihn. Mir ist schon früher mal so etwas aufgefallen. Sag, liebst du ihn? Ich weiß nicht, ob das Liebe ist, aber... Natürlich liebst du ihn und er dich vielleicht auch. Wer weiß, was hinter meinem Rücken alles vorgefallen ist. Dann geh doch zu ihm, bitte! Ja, Milli, ich gehe auch zu ihm. Dann geh nur, geh, ich schenke dir! Ich schenke dir! Ja? Guten Abend, Herr Doktor. Herr Fräulein Liesel, schickt ihr die Milli zu mir? Nein, ich komme auf eigene Faust. So, bitte nehmen Sie doch Platz. Nun? Lieben Sie die Milli noch? Frau Liesel, das ist eine merkwürdige Frage, so rundheraus. Sie sollen mir auch so rundheraus antworten. Es ist sehr wichtig. Es hängt viel davon ab. Was? Eine ganze Menge. Bitte beantworten Sie mir meine Frage. Frau Liesel, da möchte ich Sie eigentlich erst fragen, lebt die Milli noch nicht? Sie hat mich brüskiert, blamiert. Und seit 8 Tagen warte ich vergebens auf ein Lebenszeichen von mir. Und Sie auf eines von Ihnen. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Ich glaube, Sie haben mir meine Frage schon beantwortet. Und nun kann ich auch Ihre beantworten. Ja, die Milli liebt Sie noch. Ist das sicher? Wo ist die Milli jetzt? Abend wird das der beste Abschluss sein. Abschiedsabend? Abschluss? Was erstaunt dich denn so dran? Was ich soll? Na, ist das nicht selbstverständlich, wenn du meine Frau wirst? Ich soll weg vom Brettl? Ja, aber Milli, du hast doch vorhin selbst gesagt, du willst nichts mehr als nur von mir geliebt werden. Aber warum ist denn da nicht möglich, dass ich trotzdem... Was, meine Frau? Auf dem Brettl da in der Walhalla? In dem Aufzug? Honigberger, du bleibst! Das Dreckens, die Tröpferl, die Köpferl, die Töpferl, die Schöpferl, die der Meilis. Was hätte ich denn so zu tun, den ganzen Tag auf deine Frau Gemahlin? Speisezettel machen, zur Friseuse gehen, Filetstickerei sticken, auf den Herrn Gemahl warten und ihm entgegenhüpfen, wenn er abends nach Hause kommt. Milli. Als gnädige Frau Dr. Zögel muss ich mich natürlich wie eine gnädige Frau benehmen. Recht hochgestochen, recht fein und zum Gott erbarmen langweilig. Und schließlich ist aus der Fiakermilie eine Frau Dr. Zögel geworden, so wie sich der Herr Dr. Zögel vorgestellt hat. Beleibt asthmatisch, aber folgsam. Nie, nie mehr möchte ich sagen. Bertel, ich hab dich lieb. Ich hab dich wirklich lieb. Wir brauchen nicht zu heiraten, wenn die Fiakermilie nicht deine Frau sein kann. Aber die Fiakermilie muss ich bleiben, denn dazu bin ich auf der Welt. Dass du die Fiakermilie bist, das schätze ich gerade am wenigsten an dir. Dann geh! Dann raus aus der Tür und aus meinem Herzen! Komm erst wieder, wenn du die Fiakermilie nimmst, so wie sie ist! Man hat schon ein Kreuz mit euch beiden. Solche Dickschädel alle zwei. Glauben Sie nicht, Herr Doktor, dass ein Glück gleich zerstört werden kann im Zorn? Wollen wir mal drüber nachdenken? Der gescheite Herr Doktor aus Wien und das dumme Mädel aus der Provinz. Na? Na, wein doch nicht, Milli.
Das hat doch gar keinen Sinn. Schau, vielleicht verdient er deine Liebe gar nicht. Aber dann auch frag doch die Liebe nicht, Honigberger. Schau doch, da hast du vollkommen recht. Danach fragt die Liebe nicht. Sie ist schon so, sagt er, mit der Liebe, sagt er. Dem einen fliegt's zu, sagt er, dem anderen ist trieb, sagt er. Der sitzt im Winkel, sagt er, armselig und stumm, sagt er. Und bleibt verlassen und einsam und fürchterlich dumm. Honigberger, ich hab ja nicht gewusst, dass ich die Heimliche bin. Milli, ich bin halt ein verschämter Armer, weißt du. So einer verhungert liegt. Garantiert! Ich habe euch sehr beleidigt, Freund Amalia. Steh auf, geh! Ich will nichts wissen. Bleib, bleib! Bei Gott, bei dem lieben Gott. Danke. Ihr sollt alles wissen. Ach, sie kriegt's nicht. Sie kriegt's nicht hin. Ist das eine Amalia, sagen Sie selbst, Angina? Nein, das ist keine Babette. Keine Babamelia. Babamalia, Babamalia. Wer ein Himmel? Gehen Sie sofort zur Druckerei. Man soll den Namen Fiakamili doppelt so groß drucken. Wenn der Name nicht wirkt, sind wir verloren. Schreib ich fliege, Herr Direktor. Ich weiß ja nicht. Die Szene noch einmal. Es wird schon werden. Tag, Puppe. Grüße Gott, Stangl. Gott sei Dank, da bist du ja. Du, ich hab wenig Zeit. Was gibt's heute Schönes? Schäbelsuppen, ein Pries mit Gräste und Palatschinken. Ach, sehr prima, prima. Ja. Gut? Primstens. Bis und für morgen, da hätte ich gern eine Leberknödelsuppe, ein Hirwartschwanzel mit einem Endiviviensalat und vielleicht als Nachtisch, weißt du, da hätte ich gern vielleicht Marillenknödel. Ja? Ja. Du, ich weiß nicht, Stange, ich glaube immer, du liebst nicht mich, du liebst nur die Wiener Spezialität. Na, du bist doch in Verdacht. Herauf, geh, ja. Ich geh herauf mit den Nussen. Frau Amalia. Unglückseliger, du störst. Sie gehen schon, Herr Honigberger? Ja, ich habe noch eine kleine Besorgung zu machen. Die Milli ist doch jetzt schon viel besser geworden, nicht wahr? Steh auf. Na ja, natürlich ist sie noch unfrei, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das wird ja auch das Publikum berücksichtigen. Und dann bis zur Premiere wird sie ja bestimmt noch viel besser werden. Mein lieber Herr Dr. Zögl, die Milli ist herrlich, wenn sie verliebt ist. Aber manchmal wird ein verliebter Bogen so überspannt, dass er springt. Und das wäre schade. Ich verstehe Sie gar nicht, Herr Honigberger. Grüß Gott, Herr Doktor. Kann ein Wort von deinen Lippen die Riegel der Ewigkeit aufreißen? Karl, lebt noch. Unglücklicher! Und euer Oheim. Du lebst! Nicht ganz. Noch ein Wort. Euer Oheim. Karl, lebt noch. Und euer Oheim. Karl, lebt noch. Auch euer Oheim. Verratet mich nicht. Karl, lebt noch.